Die Morgensonne färbt den Himmel orangerot. Ein neuer Tag bricht an in dem kleinen Dorf am Rand der Schlucht. Noch hört man das vereinzelte Stöhnen der Nachtwandler in der Nähe. Doch schon bald wird die Sonne sie in ihre dunklen Höhlen zurücktreiben und diejenigen, die es nicht rechtzeitig schaffen, werden zu wandelnden Fackeln. Primo hat gut geschlafen und freut sich darauf, seine schimmernde Diamantrüstung anzulegen und damit durchs Dorf zu stolzieren. Als offizieller Beschützer ist er jetzt einer der wichtigsten Dorfbewohner und das fühlt sich irgendwie gut an. Noch besser fühlt es sich allerdings an, dass er jetzt endlich mit Golina verheiratet ist. Er legt den Arm um seine Frau und schließt noch einmal die Augen. Heute hat er keine Eile. Nur noch ein bisschen dösen. Primo, lässt du den Wolf raus? Na gut, ich stehe ja schon auf. Paul schnüffelt an der Tür. Vielleicht ist da draußen noch ein Nachtwandler, den er jagen will. Darin ist er inzwischen fast so gut wie Asimov, der Golem. Als Primo die Tür öffnet, schießt Paul hinaus. Hey, Paul! Doch es ist kein Monster, das er jagt, sondern Mina, die Katze, die gerade über die Straße vor der Schmiede schleicht. Mina ergreift die Flucht, während Paul ihr nachjagt. Paul, hierher! Paul, komm hier hin! Doch der Wolf ist nicht zu bremsen. Genau in diesem Moment öffnet sich die Tür der Bibliothek auf der anderen Straßenseite und der alte Lausius tritt heraus. Er hat einen großen Stapel Papier in der Hand. Mina macht einen Satz auf seinen Arm, um sich vor Paul in Sicherheit zu bringen. Was den Wolf dazu veranlasst, ebenfalls an dem Alten hochzuspringen. Nein, lass das, Paul! Durch die Wucht des Anspringens wird Lausius umgeworfen. Papiere fliegen durch die Luft. Die Katze flüchtet sich auf den Kopf von Asimov, der in diesem Moment die Dorfstraße entlang starkst. Paul rennt um den Golem herum, traut sich jedoch nicht, an ihm hochzuspringen. Pfui, aus, Platz, geh weg, du Untier, und wehe, du hebst dein Bein an mir. Paul, was hast du nur wieder angerichtet? Sitz! Ah nein, Lausius, das tut mir leid. Komm, ich helf dir. Primo läuft zu Lausius und hilft ihm, die Papiere wieder aufzusammeln. Kinder, ich kann so nicht arbeiten. Hier bitte, tut mir leid. Paul ist manchmal ein bisschen ungestüm. Ich hab ja gleich gesagt, wir hätten ihn Jette in dem Dorf im fernen Osten schenken sollen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wie soll man denn bei diesem Kram schlafen? Ich meine meditieren. Was ist denn da los? Wer macht denn hier so einen Lärm? Und das am frühen Morgen. Ach natürlich, Primo und sein Wolf mal wieder. Auch einige andere Dorfbewohner kommen jetzt aus ihren Häusern. Der Wolf verscheucht mir meine Fische mit seinem ewigen Gebelle. Und meine Schafe jagt er auch immer quer über die Wiese. Die sind schon so nervös, dass ich sie kaum noch scheren kann. Kommt schon, Jarga, Olum. Wenigstens hält er die Nachtwandler fern. Bendo, dafür haben wir doch den Golem. Der macht jedenfalls nicht so einen Radau. Ich frage mich manchmal, wie Primo das Dorf beschützen will, wenn er nicht mal seinen Wolf unter Kontrolle hat. Fangt ihr schon wieder an, auf meinem Sohn herumzuhacken? Paul, aus! Hierher, Beifuß! Beifuß! Augenblicklich läuft der Wolf mit eingekniffenem Schwanz zu ihr. Braver Wolf. Genau. Vielleicht sollte Golina unsere Dorfbeschützerin sein. Die muss nur einmal brüllen und alle Nachtwandler ergreifen die Flucht. Sehr witzig, Kaus. Primo wirft Kaus einen finsteren Blick zu, obwohl er zugeben muss, dass der Bauer recht hat. Golina kann ganz schön furchterregend sein, wenn sie wütend ist. Ach, trotzdem. Dieser Wolf nervt. Ja, wem sagst du das? Ich hab echt genug davon. Ach, aber eigentlich ist er doch auch ganz niedlich. Was soll denn an dem niedlich sein? Das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Mein Sohn macht seine Sache gut und der Wolf ist auch in Ordnung. Während sich die Versammlung der Dorfbewohner allmählich wieder auflöst, hilft Primo Lausius, die letzten Blätter aufzusammeln. Ach, so ein Ärger. Alles durcheinander. Das dauert Stunden, die Berechnungen neu zu sortieren. Was denn für Berechnungen? Meinst du die Zahlen und Zeichnungen, die du hier aufgeschrieben hast? Ach, das verstehst du sowieso nicht. Wenn ich einen Fehler mache, gibt es eine Katastrophe. Okay.
Primo schüttelt nur den Kopf. Der Alte ist eben ein bisschen wunderlich. Komm, ich helf dir. Wir bringen deine Notizen in die Bibliothek. Aber bring sie bloß nicht wieder durcheinander. Guten Morgen, Kolle. Hallo, Margie. Hallo, Delfina. Primo. Nimrod, gut geschlafen? Guten Morgen. Ja, danke. Ach, also wirklich, das wird ja ewig dauern, alles wieder zu sortieren. Alles Unnötige. Kolle, Margie, Delfina und Nimrod sitzen am Frühstückstisch, als sie eintreten. Setz dich. Hast du Hunger? Nein, vielen Dank. Du solltest deinen Wolf wirklich ein bisschen besser unter Kontrolle halten. Wir wollen doch nicht, dass wir bald wieder eine Diskussion darüber haben, ob Paul im Dorf bleiben darf. Ach was, der Wolf ist doch harmlos. Und eigentlich mögen ihn alle. Ich habe gesehen, wie Hakun ihn heimlich ein Stück Hühnerbraten zugesteckt hat. Und Jager benutzt ihn sogar manchmal, um ein verirrtes Schaf zu suchen. Trotzdem, es wäre gut, wenn er besser gehorchen würde. Dann könnten wir ihn vielleicht auf unser nächstes Abenteuer mitnehmen und... Was für ein nächstes Abenteuer? Ich meinte, falls wir... Also nur theoretisch. Kolle verstummt, als er Margies strengen Blick bemerkt. Primo freut sich insgeheim, dass nicht nur er selbst es ist, der hin und wieder zurechtgewiesen wird. Andererseits ist es schon eine ganze Weile her, dass sie zur Ebene der Eistürme im fernen Osten gereist sind. Und ein kleines bisschen vermisst er die Aufregung ihrer gemeinsamen Unternehmungen. Seit er offiziell zum Dorfbeschützer ernannt wurde, gab es noch nicht viele Gefahren, vor denen er irgendwen hätte beschützen können. Der böse Enderman Arthrax hat sich nicht wieder blicken lassen. Und die Nachtwandler und Skelette, die sich gelegentlich in die Nähe des Dorfs verirren, nehmen schnell Reißaus, wenn Paul, Mina oder Asimov hinter ihnen her sind. Manchmal kommt sich Primo trotz seiner schimmernden Diamantrüstung ein bisschen überflüssig vor. Keine Sorge, Margie. Hier ist weit und breit kein Abenteuer in Sicht. Das will ich euch auch geraten haben. Ja, Margie. Und so sehr Primo und Kolle sich auch wünschen, dass endlich mal wieder etwas Spannendes passiert, an diesem Tag bleibt es ruhig. Ein ganz normaler Tag im Dorf, am Rand der Schlucht eben. Auch der kommende Tag vergeht, ohne das winzigste Fünkchen Aufregung. Nachdem Primo den kleinen Nano am folgenden Tag zu seinem Unterricht bei Birta gebracht hat, trifft er vor der Bibliothek auf Kolle. Hey Kolle! Hallo Primo, hast du Lausius gesehen? Lausius? Nein. Ist er denn nicht bei euch in der Bibliothek? Würde ich wohl nicht nach ihm fragen. Wann hast du ihn denn zuletzt gesehen? Gestern Abend vorm Einschlafen. Seltsam. Vielleicht macht er ja einen kleinen Spaziergang. Ja, vielleicht. Aber es sieht so aus, als hätte er einen großen Stapel Papier mitgenommen. Und ein paar Vorräte fehlen auch. Außerdem habe ich diesen Zettel hier gefunden. Ich bin dann mal weg. Was soll das denn bitte schön heißen? Das ist es ja. Ich habe keine Ahnung. Naja, er wird schon wieder auftauchen. Du weißt doch, wie er ist. Eben. Er ist so zerstreut, dass es mich nicht wundern würde, wenn er in die Schlucht gefallen ist. Oh je, du hast recht. Los, komm! Primo und Kolle rennen los. Doch am Grund der Schlucht ist Lausius nicht. Und auch nicht auf der Wiese daneben. Hat er gestern irgendwas gesagt? Wo er hin will? Nein, er hat in letzter Zeit immer nur vom Mond geredet. Na, dorthin kann er jedenfalls nicht gegangen sein. Oder? Die beiden kehren zurück ins Dorf und befragen alle Bewohner. Lausius ist verschwunden. Lausius? Nein, warum? Gesehen? Nein. Bitte, Hakun? Der ist verschwunden. Ja, also gegen Mittag ist das ganze Dorf in heller Aufregung. Sogar Runa und Willard beteiligen sich an der Suche und durchforsten den Wald. Leider ohne Erfolg. Erst spät am Abend kommen alle wieder nach Hause. Golina macht sich große Sorgen um Lausius. Und auch Primus Ruhe ist nur gespielt. Wo kann er nur hingegangen sein? Keine Angst. Er ist lange genug allein in der Welt herumgereist. Wo immer er ist, er kommt schon zurecht. Aber was, wenn er für immer fortgegangen ist? Das glaube ich nicht. Morgen suchen wir weiter. Wir werden ihn schon finden. Doch obwohl die Dorfbewohner die Suchaktion in den nächsten Tagen ausdehnen, bleibt der Alte spurlos verschwunden. Die Tage vergehen und irgendwann muss Primo einsehen, dass Golina womöglich recht hatte. Lausius hat das Dorf für immer verlassen, um irgendeiner verrückten Idee nachzujagen. Papa, Papa, hast du das gehört? Was?
Da war so ein Wumms. Nano steht neben dem Bett seiner Eltern. Primo lauscht in die Dunkelheit. Doch außer Nano neben sich hört er nur das gleichmäßige Atmen von Golina an seiner anderen Seite. Leg dich wieder schlafen, mein Sohn. Du hast bestimmt nur geträumt. Aber das war kein Traum. Ich habe es ganz genau gehört. Es hat Wumms gemacht. Vielleicht war es ein Knallschleicher, der von einem Skelett angegriffen wurde. Das passiert manchmal und dann explodieren sie. Ist nicht schlimm. Ja, Papa. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Sohn. Doch es wird keine gute Nacht mehr. Primo kann nicht wieder einschlafen. Er muss an Arthrax denken. Der böse Enderman hat sich lange nicht blicken lassen, doch es ist kaum vorstellbar, dass seine Wut auf die Dorfbewohner und besonders auf Primo nachgelassen hat. Was mag sein Erzfeind planen? Was ist los? Nichts. Schlaf einfach weiter. Aber das stimmt nicht. Auch Nano hat das Geräusch gehört und krabbelt aus seinem Bett. Hast du es diesmal gehört, Papa? Ja, mein Sohn. Mach dir keine Sorgen. Es ist bestimmt nichts. Komm, Paul. Dennoch steht Primo auf, legt so leise wie möglich seine Rüstung an und tritt mit gezogenem Schwert und in Begleitung seines Wolfs aus dem Haus. Falls Arthrax erneut mit einer Armee von Knallschleichern das Dorf angreift, ist Primo bereit, für die Sicherheit der Dorfbewohner zu kämpfen. Draußen ist alles ruhig. Die Sterne ziehen langsam über den Himmel und mit ihnen ein fahler, rechteckiger Mond. Ein Nachtwandler stöhnt in der Ferne, doch kein Monster scheint sich ins Dorf zu wagen. Primo geht zu Asimov, der wie üblich die Dorfstraße entlang patrouilliert. Mina faucht bei Pauls Anblick. Zum Glück ignoriert der Wolf sie und schnüffelt stattdessen am Boden. Asimov, hast du das auch gehört? Meinst du das Fauchen der Katze, das Stöhnen der Nachtwandler, das Schnüffeln des Wolfs, das leise Rascheln des Winds im Laub? Ich höre viel, wenn die Nacht lang ist. Huch, der Boden bebt. Das meinte ich. Ja. Was ja? Ja, das habe ich gehört. Und was war das? Ein Geräusch. Ach wirklich? Komm, Paul. Primo zuckt mit den Schultern und wandert mit seinem Wolf weiter durchs nächtliche Dorf. Doch nirgendwo sind Anzeichen einer Gefahr zu erkennen. Trotzdem ist er beunruhigt. Ich klettere auf den Kirchturm und mache mir ein Bild von oben. Du wartest hier unten, Paul. Leise öffnet er die Tür zur Kirche, um Margulus nicht zu wecken, und klettert die Leiter hinauf. Vom Turm aus hat er einen guten Überblick über das Dorf und die es umgebenden Wiesen. Er sieht einige Spinnen, die mit rot glimmenden Augen in der Nacht herumwuseln, das eine oder andere Skelett, Nachtwandler und sogar einen Knallschleicher. Doch nichts deutet darauf hin, dass irgendetwas an dieser Nacht ungewöhnlich ist. Uah! Der Turm wackelt. Was ist denn bloß der Grund für diese Knallerei? Primo beobachtet Paul, der am Boden schnüffelt und dann mit der Pfote im Staub kratzt. Paul, aus! Ruhe! Lass das! Pfui! Oh, verdammt! Hastig klettert Primo die Leiter herab. Als er unten ankommt, blickt er in Margulus' verärgertes Gesicht. Oh! Was machst du hier mitten in der Nacht in meiner Kirche? Ich habe ein Geräusch gehört und da dachte ich, ich sehe mal nach. Wenn du deine kläffende Töle suchst, die ist draußen vor der Kirche. Mittlerweile hat Paul das ganze Dorf aufgeweckt. Schlaftrunkene Dorfbewohner kommen aus ihren Häusern. Was ist hier los? Greifen uns Monster an. Nee, das ist bloß wieder Paul. Ach, dieser Wolf.
Hört das denn nie auf? Beruhigt euch doch mal. Ich weiß gar nicht, was ihr da... Wann erzieht Primo den Wolf endlich? Gute Frage. Aber trotzdem ist Paul total toll. Paul, aus! Oh, was soll denn dieser Krach mitten in der Nacht? Ich habe geträumt, dass ich einen besonders dicken Fisch an der Angel habe. Und ausgerechnet in dem Moment werde ich geweckt. Und ich habe geträumt, dass meine Schafe plötzlich fliegen können. Immer wenn ich sie scheren wollte, flatterten sie einfach davon. Ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass der Wolf mich aufgeweckt hat. Kannst du Paul nicht wenigstens in der Nacht ruhig halten, Primo? Warum hat er denn nun eigentlich gebellt? Frag ihn doch selber. Da steht er doch. Witzbold. Jetzt reicht es aber. Hört auf, euch über Paul aufzuregen. Mama, warte auf mich. Ich habe die Explosion zuerst gehört. Geht wieder ins Bett, Leute. Ich bin sicher, Primo und Golina werden dafür sorgen, dass der Wolf jetzt ruhig ist. Das werdet ihr doch, oder? Ja, natürlich. Komm, Paul. Oh, was war das? Nein, Schleicher, greif an. Nein, nein, das ist kein Angriff. Ich versichere euch... Doch niemand hört ihm zu. Alle rennen in Panik umher wie aufgescheuchte Hühner. Manche der Dorfbewohner flüchten sich in ihre Häuser, andere rennen in die Kirche. Kaus klettert auf das Dach seines Hauses, wo er offenbar hofft, vor einem Knallschleicherangriff in Sicherheit zu sein. Nur Primo, Golina, Nano, Kolle, Margie und Porgo bleiben zurück. Ratlos sehen sich die Freunde an. Was hat das alles zu bedeuten? Keine Ahnung. Ich war oben auf dem Kirchturm, aber hab nirgends eine Ursache für die Knallerei gesehen. Ich glaube, Paul will uns sagen, dass der Wumms von unten kam, Papa. Nano hat recht. Der Boden hat leicht gezittert. Irgendwas muss in der Tiefe unter uns explodiert sein. Ein Knallschleicher vielleicht. Manchmal greifen Skelette sie an und dann kann es vorkommen, dass sie explodieren. Aber nicht mehrmals in einer Nacht. Es muss eine andere Ursache geben. Und ich fürchte, ich ahne schon, wer dahinter steckt. Arthrax, vielleicht will er unser Dorf aus der Tiefe angreifen. Möglicherweise sprengt er da unten ein großes Loch in die Erde. Er könnte unter uns eine Schlucht aufreißen und das ganze Dorf hineinstürzen lassen. Primo denkt an die riesige, finstere Schlucht tief unter dem Dorf, die Kolle und er bereits erkundet haben. Er stellt sich vor, wie plötzlich Risse im Boden entstehen, wie sich die Häuser des Dorfs zur Seite neigen, wie aufgeschreckte Dorfbewohner in Panik durcheinanderlaufen, wie sich plötzlich die Erde unter ihnen auftut und sie alle in den Abgrund stürzen. Wir müssen ihn aufhalten. Du hast recht. Wenn wirklich Arthrax dahinter steckt, müssen wir etwas unternehmen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Oh nein, nicht schon wieder. Aber diesmal darf ich mitkommen, Papa, ja? Nein, Nano. Kolle und ich gehen nachsehen. Wir beide kennen uns da unten aus. Es ist zwar etwas übertrieben, aber... Du kannst leider nicht mitkommen, Nano. Ich will aber auch den Entenmann verhauen. Ich komme mit. Ich lasse dich nicht schon wieder allein in ein Abenteuer ziehen. Wenn Mama mitkommt, will ich auch mitkommen. Also ich schlage vor, dass Primo und Kolle allein gehen. Die beiden haben die meisten Erfahrungen mit Arthrax. Aber ihr unternehmt nichts. Hört ihr? Ihr geht nur in die Höhle unter dem Dorf und seht nach, ob ihr eine Ursache für die Explosion findet. Wenn ja, kommt ihr sofort zurück und erstattet Bericht. Wir anderen verlassen bei Sonnenaufgang das Dorf und warten auf der östlichen Wiese auf euch. Für den Fall, dass Arthrax tatsächlich das Dorf in den Abgrund reißen will. Versucht auf keinen Fall mit ihm zu kämpfen. Alles, was ihr tun sollt, ist herausfinden, was los ist und uns warnen. Das ist ein guter Plan. So machen wir es, Porgo. Pass auf dich auf. Keine Angst, Golina. Ich bin schließlich der Beschützer des Dorfs. Und außerdem habe ich eine Diamantrüstung. Ja, das stimmt. Aber nehmt trotzdem besser Asimov mit. Das geht nicht. Der Abstieg in die tiefen Höhle ist zu eng für ihn. Also ist es beschlossene Sache. Primo und Kolle gehen alleine. Am Horizont ist bereits ein schwacher, gelblicher Streifen zu erkennen, als die beiden Freunde sich auf den Weg zum Höhleneingang am Ufer des Flusses machen. Als Primo und Kolle den Schacht erreichen, der hinab zur tiefen Schlucht unterhalb der Höhle unter dem Dorf führt, bleiben sie stehen und lauschen. Das Stöhnen eines Nachtwandlers dringt von unten herauf, doch sonst ist nichts zu hören. Primo fasst sich ein Herz und steigt als erster hinab.
diese Höhlen. Oh. Es wird auch gleich dunkel. Die Höhle unter dem Dorf ist von Fackeln erhellt. Dennoch hat Primo ein mulmiges Gefühl. Bald erreicht er die Felskante am Rand der großen Tiefenschlucht. Er zuckt zusammen und reißt sein Schwert hoch, als etwas aus der Dunkelheit auf ihn zugeschossen kommt. Oh, nur ein harmloses Flattertier. Von wo kam das? Von rechts, glaube ich. Aus der Richtung, in der die zweite Tiefenschlucht mit dem Netherportal liegt. Meinst du, Atrax hat irgendwas mit dem Netherportal vor? Wenn ich das bloß wüsste. Vorsichtig gehen sie weiter. Ich wurde getroffen! Runter! Im selben Moment zischt ein weiterer Pfeil über ihn hinweg und verfehlt nur knapp seinen Kopf. Er stammt von einem Skelett, das sie von der anderen Seite der Tiefenschlucht aus unter Beschuss nimmt. Kolle läuft grün an und macht einen Schritt nach vorn. Na, warte! Dir werde ich zeigen! Kolle nicht! Doch Kolle ist von der Nachtwandlerwut gepackt, die ihn blind für alle Gefahren macht. Auch für den Abgrund, der sich direkt vor ihm auftut. Ehe Primo es verhindern kann, macht Kolle einen weiteren Schritt in Richtung des Skeletts und tritt ins Leere. Kolle! In letzter Sekunde erwischt Primo noch einen Zipfel des Gewandes seines Freundes und hält ihn daran fest. Im selben Moment zischt ein weiterer Pfeil heran, doch er prallt harmlos von Primos Diamantrüstung ab. Schnell, komm wieder rauf! Lass mich los! Ich werde diesen dämlichen Knochen... Mit einem Mal wird ihm bewusst, in welch gefährlicher Lage er sich befindet. Rasch greift er nach der Felskante und zieht sich hoch. Bevor das Skelett einen weiteren Pfeil auf sie abschießen kann, rappeln sich die beiden auf und hasten den schmalen Felsgrat entlang. Danke. Du hast mir das Leben gerettet. Du kannst mir danken, wenn wir wieder im Dorf sind. Lebendig. Sie erreichen das Ende des Felsgrats. Hier führt eine Leiter in die Tiefe. So schnell wie möglich klettern sie hinab, während das Skelett sie weiter unter Beschuss nimmt. Auf der Leiter können sie den Pfeilen nicht ausweichen. Als Primo am Arm getroffen wird, kann er sich nicht mehr halten und stürzt ab. Primo! Doch zum Glück schützt seine Rüstung ihn vor den Pfeilen und da er sich nur noch ein paar Leitersprossen über dem Boden der Schlucht befand, wird er beim Sturz nicht ernsthaft verletzt. Komm, hier lang! Endlich können sie hinter einer Felsnische in Deckung gehen und sind vor den Pfeilen des Skeletts sicher. Vorsichtig entfernt Primo den Pfeil aus der Schulter seines Freundes. Es tut weh. Die Wunde ist glücklicherweise nicht sehr tief. Nächstes Mal sollten wir selbst einen Bogen mitnehmen. Gute Idee. Nur schade, dass... Die ganze Schlucht erzittert unter der Wucht. Primo spürt einen Windhauch im Gesicht. Das kam von dort! Kolle zeigt auf den Felstunnel, der zur zweiten tiefen Schlucht führt. Primo zieht sein Schwert und geht vorsichtig weiter. Ein Nachtwandler wankt ihnen entgegen, doch der ist mit zwei Schwertschlägen schnell erledigt. Als sie sich dem Ende des Ganges nähern, bleibt Primo stehen. Ein seltsames Geräusch erklingt aus der zweiten tiefen Schlucht am Ende des Gangs, überlagert vom Summen des Nether-Portals. Was zum Nether geht da vor? Ich hab auch keine Ahnung. Sie schleichen durch den von Fackellicht nur schwach beleuchteten Felsgang bis zur Kante der zweiten Tiefenschlucht, die sich rechts von ihnen erstreckt. Was ist denn das? Wenn ich das wüsste. Die Höhle ist viel größer, als ich sie von der letzten Reise in den Nether in Erinnerung habe. Das Netherportal stand doch am Rand eines Lavasees. Wo ist der denn hin? Und warum ist der Boden hier überall mit schwarzem Gestein bedeckt? Merkwürdig. Und diese seltsamen Gebilde darauf sehen aus wie Türme aus Metall und Glas, in denen Wasser strömt. Und das ist noch nicht alles.
Dazwischen stampfen mehrere Eisengolems herum, die Blöcke hin und her tragen. In der Mitte der Höhle ragt eine Pyramide aus roten Blöcken auf, die mit weißen Binden und den Buchstaben TNT markiert sind. Ein Teil der fernen Höhlenwand ist eingestürzt. Die Golems marschieren auf die Stelle zu und sammeln die weggesprengten Blöcke ein, die sie benutzen, um weitere Konstruktionen zu errichten. Bei Notch, Colina hatte recht. Arthrax hat eine Armee von Golems erschaffen, um das Dorf von unten zu zerstören. Wir müssen umkehren und die anderen warnen. Nein, warte. Das glaube ich nicht. Primo klettert die Leiter hinab, die einst der Fremde angelegt hat, als er hier in der Tiefe das Nether-Portal errichtete. Spinnst du? Komm sofort zurück! Du hast doch gehört, was dein Vater gesagt hat. Wir sollen auf keinen Fall mit Arthrax kämpfen. Das hier ist nicht das Werk von Arthrax. Ich habe so etwas Ähnliches schon mal gesehen. In der Höhle, die weit entfernt unter der Insel mit den Pilzen lag. Nun komm schon. Na gut, wenn du meinst. Du denkst echt, Lausius hat das hier geschaffen. Ich bin mir ziemlich sicher. Schau mal das Schild da. Betreten der Baustelle für Unbefugte verboten. Arthrax würde sich wohl kaum die Mühe machen, so ein Schild am Fuß der Leiter aufzustellen. Aber wenn das Lausius war, was hat er vor? Das fragen wir ihn am besten selbst. Komm, wir suchen ihn. Na gut. Sie gehen vorsichtig weiter und betrachten staunend die Konstruktionen um sie herum. Es ist kaum zu glauben, dass der alte Lausius all das in so kurzer Zeit geschafft hat. Als einer der Golems sie entdeckt, legt er den Steinblock ab, den er mit sich herumgetragen hat, und kommt auf sie zu. Führe mich zu deinem Herrn! Der Golem starrt Primo mit rotglühenden Augen an und holt mit dem Arm aus. Nein, bitte nicht! Im nächsten Moment fliegt Primo in hohem Bogen durch die Luft. Am höchsten Punkt seiner Flugbahn fühlt er sich für einen Augenblick leicht, als würde er schweben. Dann stürzt er in die Tiefe und landet in dem kleinen unterirdischen Bach am Eingang der Höhle. Was fällt dir ein, meinen Freund anzugreifen? Du nutzloser Blechhaufen! Kolle verpasst dem Golem einen kräftigen Schlag, der diesen rückwärts gegen eine der seltsamen Apparaturen prallen lässt. Doch das ruft nur die anderen Golems auf den Plan, die nun von allen Seiten auf ihn zukommen. Lass uns lieber von hier verschwinden! Ja, okay! Primo klettert triefend nass aus dem Bach. Kolle sieht ein, dass er selbst mit Nachtwandlerkraft gegen ein halbes Dutzend wütende Golems keine Chance hat und ergreift die Flucht. Gemeinsam rennen sie zurück zur Leiter. Schneller, Primo! Mit knapper Not schaffen sie es, die Oberkante der Schlucht zu erreichen. Und jetzt? Jetzt machen wir, was mein Vater gesagt hat. Wir kehren zurück ins Dorf und erstatten Bericht. Als Kolle und Primo kurze Zeit später in der Schmiede erzählen, was sie herausgefunden haben, können die anderen es kaum glauben. Und ihr seid sicher, dass es nicht Arthrax ist, der diese Apparate gebaut hat? Nein! Ja! Nein? Ja? Also was denn nun? Wir haben Lausius nicht gesehen. Also können wir nicht wissen, ob wirklich er derjenige ist, der das alles gebaut hat. Aber ich habe die Apparate gesehen, die er in der Höhle unter der Insel mit den Pilzen konstruiert hat. Und die sahen ganz ähnlich aus. Arthrax dagegen hat bisher noch nie etwas derartiges getan. Du hast wohl vergessen, dass der Enderman eine Armee von Schneegolems auf uns gehetzt hat. Da könnte er ebenso gut Eisengolems erschaffen, die irgendwelche Maschinen bauen. Wer weiß schon, wie Arthrax denkt. Trotzdem, es ist doch kein Zufall, dass diese Geräusche aufgetreten sind, kurz nachdem Lausius verschwunden ist. Und denk an das Schild, das dort unten stand. Arthrax würde uns bestimmt nicht davor warnen, die Höhle zu betreten. Er hätte uns einfach sofort angegriffen. Naja, also ob es nun Lausius war oder nicht, wir müssen wissen, was das alles zu bedeuten hat. Mir gefällt das nicht. Vor allem dieser große Stapel von TNT-Blöcken. Jeder von ihnen hat die Sprengkraft eines Knallschleichers. Wenn die alle gleichzeitig explodieren, wer weiß, was das für eine Wirkung hätte. Poggo, die Golems haben diese Blöcke benutzt, um die Höhle zu vergrößern. Lausius scheint da unten viel Platz zu brauchen. Wofür auch immer. Vielleicht will er unter der Erde ein neues Dorf für uns bauen.
Dort unten wären wir vor Atrax Angriffen sicher. Oh ja, das wäre doch toll, ein Dorf in einer riesigen Höhle. Und wenn der böse Entenmann kommt, dann nehmen wir einfach diese Ententeeblöcke und sprengen ihn damit in die Luft. Ach, Nano, ich bezweifle, dass die anderen Dorfbewohner bereit wären, in eine Höhle umzuziehen. Ich jedenfalls möchte nicht für den Rest meines Lebens in der finsteren Tiefe hausen, ohne Sonnenuntergänge und Sternenhimmel. Was auch immer Lausius bezweckt, ich mache mir Sorgen, dass es schiefgehen könnte. Ich darf gar nicht daran denken, wie damals auf der Insel Lausius Maschinen explodiert sind. Wir konnten von Glück sagen, dass wir mit dem Leben davon gekommen sind. Du hast recht, Vater. Wir müssen an Murphys Gesetz denken. Wenn etwas schiefgehen kann, dann geht es auch schief. Das ist ein blödes Gesetz. Aber leider ist es wahr. Solange Lausius da unten riesige Mengen an Sprengstoff sammelt, ist das Dorf in Gefahr. Aber wenn es nun doch nicht Lausius ist, der die Apparaturen da unten gebaut hat? Dann ist es umso schlimmer. Und was machen wir jetzt? Als erstes müssen wir herausfinden, ob tatsächlich Lausius hinter allem steckt. Und wenn ja, was er damit bezweckt. Und dann müssen wir entscheiden, wie wir damit umgehen. Vielleicht können wir ihm klarmachen, dass er in der Nähe des Dorfs nicht herumknallen darf. Falls er aber nicht derjenige ist, der die Apparate gebaut hat, ja, dann könnte das bedeuten, dass wir das Dorf aufgeben und woanders Zuflucht suchen müssen. Was? Nein! Nein, wir könnten in mein Heimatdorf umziehen. Ich bin sicher, Wumpus und die anderen werden uns ein zweites Mal aufnehmen. Nö! Nichts gegen deine Heimat, Margie. Aber ich würde gern hier in unserem Dorf bleiben. Noch ist es ja nicht so weit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Lausius hinter allem steckt. Auch wenn ich nicht weiß, warum. Aber wie sollen wir das denn herausfinden, wenn wir nicht wissen, wo er ist? Wir könnten noch einmal in die Tiefe gehen. Vielleicht lassen uns die Golems in Ruhe, wenn wir das nächste Mal etwas vorsichtiger sind. Kommt nicht in Frage! Auf keinen Fall! Lass uns doch Asimov fragen! Der weiß alles! Asimov weiß alles? Wie kommst du denn da drauf? Ich habe ihn schon ganz viele Sachen gefragt und er hat mir alles erklärt. Er hat gesagt, dass die Welt in Wirklichkeit nur ein Spiel ist und dass wir alle in einer großen Maschine sind, die die Fremden gebaut haben und die Computer heißt und das Notch... Nano, du sollst nicht alles glauben, was Asimov dir erzählt. Der redet oft Unsinn, weil er damals etwas zu viel von Tante Runas Zaubertrank abbekommen hat. Was ist denn da draußen los? Ich weiß nicht. Lass uns lieber mal nachsehen. Lausius, wo warst du denn die ganze Zeit? Darf ich auch einen von diesen Ententeeblöcken haben? Leute, nicht alle durcheinander. Lass ihn doch erst mal erzählen. Ich brauche Vorräte. Brot, Getreidesamen für den Fall, dass dort oben etwas wächst. Milch, ein paar Äpfel, gebratenes Fleisch. Und dann Kuchen wäre auch nicht schlecht. Ich könnte mir das alles ja auch selbst besorgen. Aber ich lasse die Baustelle nicht gern unbeaufsichtigt. Erst vor kurzem waren Unbefugte dort. Mein Sicherheitssystem scheint ja funktioniert zu haben. Aber man kann nie wissen. Wieso Unbefugte? Wozu brauchst du denn Vorräte? Ja, soll ich etwa unterwegs verhungern? Unterwegs wohin? Na, zum Mond natürlich. Was glaubt ihr denn wohl, wo ich hin will? Zum Mond. Hä? Ja, zum Mond? Na, jetzt dreht der Alte ja wohl vollkommen. Und wie willst du da hinkommen? Mit einer Mondflugmaschine, wie denn sonst? Dachtest du, ich wollte mit den Armen flattern, wie ein Huhn? Und diese Mondflugmaschine, die baust du da unten unter der Erde? Ja. Ja, aber der Mond ist doch oben am Himmel, oder? Was? Ah ja, klar. Wo soll er denn sonst sein? Hört mal, das ist jetzt alles viel zu kompliziert zu erklären. Also besorgt ihr mir jetzt die Vorräte oder nicht? Ich muss wieder zu meiner Baustelle. Ich bezahle euch natürlich auch dafür. Lausius legt einen großen Haufen glitzernder Diamanten und Smaragde auf den Boden. Woher hast du die denn? Ach, das ist nutzloser Kram. Meine Golems finden so etwas andauernd. Ich kann damit nichts anfangen. Aber ich weiß ja, dass ihr gern mit Glitzerzeug herumspielt. Also, sind wir im Geschäft? In Ordnung. Du sollst deine Vorräte bekommen. Aber eins möchte ich gerne wissen. Wozu brauchst du all die TNT-Blöcke? Ach, das werdet ihr schon sehen. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich muss wieder an die Arbeit. Lausius! Moment, warte doch. Jetzt bleib doch hier. Lausius dreht sich um und stapft davon in Richtung des Waldes. Primo und die anderen sehen sich verdutzt an. Porgo sammelt die Edelsteine vom Boden auf. Ich nehme das besser mal an mich, bevor die anderen es sehen. Sonst gibt's bloß wieder Streit. Jetzt wissen wir wenigstens, dass Lausius hinter der Knallerei steckt. Ja, aber mir gefällt das immer noch nicht. Ach was, Lausius hat manchmal verrückte Ideen, aber er ist doch harmlos. Und was, wenn all das TNT da unten explodiert? Dann macht es ganz doll Wumms.
In den nächsten Tagen sind Primo, Kolle, Margie und Golina damit beschäftigt, Vorräte für Lausius zu sammeln. Zwar glauben sie nicht, dass der Alte diese tatsächlich benötigen wird, doch immerhin hat er dafür bezahlt. Und es wäre nicht fair, wenn sie ihm die bestellten Waren nicht liefern würden. Als Golina bei Harkun ein Dutzend gebratene Hühnchen kauft und mit einem Smaragd bezahlt, macht dieser große Augen und freut sich sichtlich über das gute Geschäft. Kurz darauf breiten sich Gerüchte im Dorf aus. Primo soll angeblich einen riesigen Schatz unter der Erde gefunden haben, heißt es. Aus anderen Quellen verlautet, der alte Lausius habe eine große Menge Edelsteine in einer selbstgebauten Konstruktion hergestellt, die dabei aber explodiert sei, was das Knallen in letzter Zeit erkläre. Ein weiteres Gerücht besagt, der Fremde sei in der Gegend gewesen und Primo habe einige Ententeeblöcke, was immer das sei, gegen eine große Menge Edelsteine eingetauscht. Seitdem begegnen die anderen Dorfbewohner Primo und seinen Freunden mit einer Mischung aus Misstrauen, Neid und Bewunderung. Doch Primo ignoriert das einfach und vertraut darauf, dass bald wieder Normalität einkehrt. Und tatsächlich beruhigt sich die Lage nach ein paar Tagen wieder. Und sogar die Explosionen unter der Erde verstummen irgendwann ganz. Doch dann kommt eines Morgens Jarga aufgeregt ins Dorf gerannt. Da ist ein Loch! Sofort versammelt sich eine neugierige Schar von Dorfbewohnern um sie. Wo ist ein Loch? Da im Osten, auf der großen Ebene jenseits des Flusses. Eines meiner Schafe wäre fast hineingefallen. Du musst eben besser aufpassen, Jager. Du weißt doch, dass die östliche Ebene voller Bodenunebenheiten und Löcher ist. Haku, natürlich weiß ich das. Ich kenne diese Ebene besser als jeder andere. Aber dieses Loch war vorher noch nicht da. Das sehen wir uns besser mal an. Sofort macht sich eine Gruppe von Dorfbewohnern, angeführt von Jarga, auf den Weg. Nicht weit vom Dorf entfernt finden sie tatsächlich einen 5x5 Blöcke großen Schacht, der senkrecht hinab in die Dunkelheit führt. Seht ihr, das war gestern noch nicht da. Dahinter steckt bestimmt Lausius. Wohinter stecke ich? Alle drehen sich überrascht um. Der Alte klettert aus einem zweiten, kleineren Loch im Boden, das hinter Bäumen verborgen war, nur ein paar Schritte von dem großen Loch entfernt. Habt ihr meine Vorräte mitgebracht? Nein. Dann geht und holt sie. Meine Mondflugmaschine ist startbereit. Kommst du schon wieder mit diesem Schwachsinn? Ach, das ist doch kein Schwachsinn. Du stehst genau vor ihr. Das soll eine Mondflugmaschine sein? Also für mich sieht es aus wie ein Loch. Ja klar ist da ein Loch. Wie soll ich die Maschine denn sonst starten? Ach, komm, Lausius. Was ist jetzt mit meinen Vorräten? Wir haben alles beisammen, worum du gebeten hast. Ja, worauf wartet ihr dann noch? Bringt die Sachen her! Lausius wirkt so entschlossen, dass Primo und die anderen nicht wissen, was sie erwidern sollen. Besorgt kehren sie zum Dorf zurück. Ich sag's ja, der Alte ist jetzt endgültig verrückt geworden. Aber echt vollkommen plemplem. Ich fürchte, ihr habt recht. Lausius scheint völlig den Verstand verloren zu haben. Sollten wir uns dann nicht um ihn kümmern? Ach was, er kommt schon zurecht. Lass ihn doch seine Löcher in den Boden graben. Wir bringen ihm seine Vorräte, dann verhungert er jedenfalls nicht. Irgendwann wird er schon wieder zur Vernunft kommen. Wenn du meinst. Hauptsache, du gehst nicht wieder ohne mich auf irgendeine Abenteuerreise. Keine Sorge, ich bringe ihm doch bloß eine Kiste mit Vorräten. Was soll da schon passieren? Am besten lass dir Asimov die Kiste tragen. Sie ist ziemlich schwer. Die Idee ist gut. Und so kehrt Primo mit Asimov schon bald zurück zu dem Loch im Boden, wo Lausius sie erwartet. Nano hat so lange gequengelt, bis Primo ihn schließlich mitgenommen hat. Und auch Paul war nicht zu Hause zu halten. Da seid ihr ja endlich. Wird ja auch Zeit. Die Startvorbereitungen laufen schon. Er wirft einen Blick auf den Wolf und kratzt sich am Kopf. Vielleicht sollte ich die Konstruktion erstmal mit einem Tier testen. Paul sieht den Alten erschrocken an und klemmt den Schwanz zwischen die Beine. Untersteh dich. Ja, ist ja gut. Sie folgen Lausius zu dem zweiten Loch, wo eine Wendeltreppe in die Tiefe führt. Gut, dass ihr den Golem gleich mitgebracht habt. Asimov?
Aber du hast dir doch eigene Golems gebaut. Ja, aber dieser hier scheint intelligenter zu sein als die anderen. Mit ihm könnte ich mich auf der langen Reise unterhalten. Und ich bin sicher, er wird mir auf dem Mond gute Dienste leisten. Klar doch, auf dem Mond. Wo auch sonst. Ein kurzer Gang führt zu der riesigen unterirdischen Höhle, die sich tief unter ihnen erstreckt. Sie ist fast vollständig mit hunderten roter Blöcke gefüllt, die sich zu einem großen Berg auftürmen. Auf dem Gipfel dieses Berges steht ein kleines Haus aus Eisenblöcken, das ein spitzes Dach hat. Es ist 5x5 Blöcke groß und befindet sich genau unter einer ebenso großen rechteckigen Öffnung in der Höhlendecke. Offenbar das untere Ende des Lochs, das Jager entdeckt hat. Eine schmale Brücke aus Holz führt zu einer Eisentür in dem Haus. Bringt die Kiste da in die Raumkapsel. Lausius zeigt auf das Haus aus Eisen. Primo geht vorsichtig über die Brücke. Neben der Eisentür ist ein Druckknopf angebracht. Als er ihn betätigt, springt die Tür auf. Er nimmt Asimov die Kiste aus der Hand und zwängt sich durch die schmale Tür ins Innere. Hinter ihm schließt sich die Öffnung von selbst. In dem kleinen Haus ist es ziemlich eng. Glasfenster an drei Seiten lassen nur wenig Fackellicht aus der Höhle herein. Ein Ofen, eine Werkbank und ein Bett bilden die Einrichtung. Auf dem Bett liegen mehrere Papierstapel, die mit Skizzen und Zahlen vollgekritzelt sind. Über einem der Fenster hängt eine Zeichnung, auf der ein großer und ein kleiner Würfel abgebildet sind. Neben dem großen Würfel steht Erde. Der kleinere ist mit Mond beschriftet. Ein Pfeil zeigt von dem einen zum anderen Würfel. Daneben stehen einige Zahlen. Primo stellt die schwere Kiste an die Wand neben das Bett. Dann drückt er den Knopf auf der Innenseite neben der Eisentür und verlässt den engen Raum so rasch wie möglich. Der Berg von TNT unter dem Haus macht ihn nervös. Hoffentlich war es kein Fehler, Nano mit hierher zu bringen. Wie gefällt dir meine Raumkapsel? Sehr gemütlich. Darf ich auch mal rein? Aber klar, mein Junge. Es ist wichtig, dass die Jugend so früh wie möglich Verständnis für moderne Technik entwickelt. Juhu! Nano stürmt über die Brücke auf Primo zu. Hey! Er zwängt sich an seinem Vater vorbei, der Mühe hat dabei nicht von der schmalen Brücke zu fallen, drückt auf den Knopf und verschwindet im Inneren. Die Tür schließt sich automatisch hinter ihm. Boah, das ist so toll hier drin. Ich bin ein Mondflugmaschinenfahrer. Hurra, ich fliege zum Mond. Komm wieder raus, Nano. Wir müssen nach Hause. Nur noch ein kleines bisschen, Papa. Wenn wir nicht rechtzeitig zum Mittagessen zu Hause sind, gibt's Ärger mit... Entsetzen packt Primo, als er tief unten in der Höhle eine schwarze Gestalt entdeckt, die wie aus dem Nichts dort erschienen ist und ihn mit leuchtenden Augen anstarrt. Atrax! So sieht man sich wieder, Sterbliche. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich mich an dir rächen kann. Aber ich muss zugeben, ich wäre niemals selbst auf eine so gute Idee gekommen. Und das Beste ist, dass mir der Alte und seine Golems die ganze Arbeit abgenommen haben. Mir machst du keine Angst, Enderman. Wirklich nicht. Das ist sehr mutig von dir, Sterblicher. Und nun sag deinem Sohn auf Wiedersehen. Oder besser gesagt, wünsch ihm eine gute Reise. Denn in dieser Welt wirst du ihn bestimmt nicht wiedersehen. Atrax zündet eine Fackel an und hält sie an einen der TNT-Blöcke. Er grinst böse. 10, 9... Bei Notch! In die Raumkapsel! Schnell! Primo löst sich aus seiner Starre und hämmert gegen den Druckknopf. Die Eisentür springt auf. Ich will aber noch nicht. Hey. Primo schubst ihn beiseite und macht einen Satz ins Innere. Hinter ihm springt Paul in den engen Raum, dann zwängt sich Lausius durch die Tür, bevor sich diese schließt. Primo wirft einen letzten Blick auf Asimov,
der vor der geschlossenen Tür auf der Holzbrücke steht. 3, 2, 1, 0. Ignition. Golina ist gerade damit beschäftigt, das gebratene Hühnchen fürs Mittagessen aus dem Ofen zu holen, als plötzlich das ganze Haus bebt. Was? Die Tür wird wie von unsichtbarer Hand aufgestoßen und ein Windstoß fährt ihr durchs Gesicht. Vor Schreck lässt sie das Hühnchen fallen und rennt aus dem Haus. Über der Ebene im Osten türmt sich eine riesige Wolke auf, die hoch in den Himmel reicht. Erd- und Steinblöcke regnen herab. Einer davon kracht nicht weit von ihr auf das Dach der Schmiede, doch sie nimmt es kaum wahr. Mit aufgerissenen Augen starrt sie auf die Ebene östlich des Dorfs. Ein riesiger Krater erstreckt sich dort. Dunkler Qualm steigt daraus auf. Primo! Nano! Nein! Golina schlägt entsetzt die Hände vors Gesicht. Golina! Margie und Kolle kommen aus der Bibliothek gerannt. Was ist denn passiert? Was war das für ein Knall? Das TNT! Es ist alles explodiert! Oh, mein Notch! Der arme Primo! Sieh mal da oben! Was ist denn das? Golina blickt zum Himmel. Hoch oben funkelt ein winziger Würfel im Sonnenlicht. Er scheint von der Explosion emporgeschleudert worden zu sein. Sie kneift die Augen zusammen. Ich glaube, das ist ein Haus. Ein fliegendes Haus? Ach, natürlich! Die Mondflugmaschine! Lausius hat immer wieder davon geredet, aber ich hätte nie gedacht, jetzt verstehe ich, was er vorhatte. Aber wo sind Primo und Nano? Wenn sie nicht bei der Explosion umgekommen sind, dann müssen sie in der Mondflugmaschine sein. Das sieht Primo ähnlich. Fliegt einfach auf den Mond, ohne mir Bescheid zu sagen. Na, der kann was erleben, wenn er nach Hause kommt. Falls er nach Hause kommt. Primo öffnet die Augen. Sein Kopf dröhnt. Er spürt ein unangenehmes Kribbeln im Bauch und hat das Gefühl, in einen unendlich tiefen Abgrund zu fallen. Neben ihm schwebt Nano und winkt ihm zu. Guck mal, Papa! Ich fliege! Was? Nano dreht sich langsam um die eigene Achse, während ein Stapel Papier träge an ihm vorbeigleitet. Primos Blick fällt auf Lausius, der an der Decke zu hängen scheint, obwohl dort seltsamerweise auch das Bett ist. Die Augen des Alten sind geschlossen. Daneben schwebt der Wolf kopfüber in der Luft, alle Viere von sich gestreckt. Träume ich? Oder bin ich etwa schon tot? Doch als er die Augen wieder öffnet, schwebt Nano immer noch neben ihm. Nano! Er blickt an sich herab und sieht, dass auch seine eigenen Füße nicht den Boden berühren. Und er erkennt, dass dieser Boden in Wirklichkeit die Decke ist und er kopfüber in dem engen Raum hängt. Er macht eine ungeschickte Bewegung, um sich umzudrehen, stößt dabei mit dem Fuß gegen eines der kleinen Glasfenster und bekommt einen Schwung, der ihn gegen die andere Wand prallen lässt, wo er sich den ohnehin schon schmerzenden Kopf stößt. Mit einiger Mühe gelingt es ihm, sich aufzurichten, sodass das Bett wieder unten ist. Sorgsam darauf bedacht, keine falsche Bewegung zu machen, zieht er sich zu dem Bett, auf dem der Alte liegt. Lausius, geht's dir gut? Wach auf! Erst als Primo den Alten an der Schulter rüttelt, schlägt der die Augen auf. Was? Schnell in die Raumkapsel! Aber wir sind ja schon drin. Lausius betrachtet eines der bekritzelten Blätter, das vor ihm in der Luft schwebt, und ein breites Grinsen erscheint auf seinem Gesicht. Es hat geklappt! Hurra! Er richtet sich abrupt auf, was dazu führt, dass er vom Bett abhebt und kopfüber durch den Raum trudelt, wobei er sich um die eigene Achse dreht.
Anhalten! Mir wird schwindelig! Primo fasst ihn am Arm, sodass Lausius aufhört, sich zu drehen. Ja, ist das nicht großartig? Wir werden die ersten Menschen sein, die auf dem Mond spazieren gehen. Ja, wirklich toll. Aber dann fliegen wir so schnell es geht wieder nach Hause, ja? Nach Hause? Was meinst du damit? Na, was soll ich damit schon meinen? Wir müssen so schnell wie möglich zum Dorf zurück. Colina wartet bestimmt schon mit dem Mittagessen auf uns. Aber das geht nicht. Es gibt keinen Weg zurück. Was? Meine Mondflugmaschine kann uns zum Mond befördern, aber es gibt keine Möglichkeit, von dort zurückzukehren. Tut mir leid. Aber wie wolltest du denn dann wieder nach Hause kommen? Na, das wollte ich gar nicht. Ich bin ja schon alt. Ich dachte mir, dieses Abenteuer gönne ich mir noch und wenn ich dabei sterbe, ist es nicht schlimm. Deshalb habe ich auch nichts gesagt, als ich gegangen bin. Ich wollte nicht, dass es eine große Abschiedsszene gibt oder ihr gar versucht, mich von meiner letzten Reise abzuhalten. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich meinen Proviant vergessen hatte. Und heißt das etwa, wir werden alle auf dem Mond sterben? Ja, aber keine Angst. Auch wenn ich den Proviant nicht für so viele Weltraumreisende berechnet habe, reicht er doch für eine ganze Weile. Wir werden genug Gelegenheit haben, die einmalige Aussicht zu genießen, bevor wir verhungern. Großartig. Ich werde den Rest meines Lebens auf dem Mond verbringen. Tja, Nano. Und du wirst wohl auch nie wieder nach Hause zurückkehren. Nie? Gar nie? Es sei denn... Ha! Ich hab's! Vielleicht treffen wir den Mond ja gar nicht. Du hast recht, das wäre gut möglich. Ach, dieser blöde Enderman hat mir die ganze Startplanung durcheinander gebracht. Dann landen wir also wieder auf der Erde? Nein, wir haben das Gravitationsfeld der Erde längst verlassen. Das merkt man ja daran, dass wir schwerelos sind. Wenn wir den Mond verpassen, fliegen wir für immer durch den Weltraum. Wollt ihr mich vielleicht freundlicherweise mal reinlassen? Nein? War ja klar. Nie kann man auch nur das kleinste Fitzelchen Vernunft von diesen Dorfbewohnern erwarten. Guck mal, da draußen, Papa! Da ist Asimov! Primo guckt aus dem Fenster. Hat mich mal jemand gefragt, ob ich Lust darauf habe, hier draußen herumzuschweben? Tatsächlich. In ein paar Metern Entfernung schwebt der Golem neben der Raumkapsel vor einem Nachthimmel, der mit Sternen übersät ist. Er sieht nicht besonders glücklich aus. Vielleicht habe ich ja Höhenangst, aber nein. Ein Golem fragt ja keiner. Ein Golem kann ja alles, klar. Sieh mal an. Die Explosion muss ihn mit uns ins Weltall geschleudert haben. Ich hätte nicht gedacht, dass er das unbeschadet übersteht. Er scheint doch recht robust zu sein. Wo ist denn eigentlich der Mond? Ich kann ihn nirgends sehen. Wir fliegen genau darauf zu. Deshalb siehst du ihn nicht. Ich hätte ein Fenster in den Boden der Raumkapsel einbauen sollen. Dann könnten wir jetzt die Erde von oben sehen. Aber das können wir ja immer noch, wenn wir erst auf dem Mond gelandet sind. Meinst du, wir können von dort aus auch unser Dorf sehen? Oh, das glaube ich kaum. Aber wir können doch auch vom Dorf aus den Mond sehen. Ja, schon. Aber der Mond ist riesengroß. Er sieht nur so klein aus, weil er so weit weg ist. Viel zu weit, um von da aus Einzelheiten auf der Erde zu erkennen. Schade. Ich hatte gehofft, Colina wenigstens noch einmal winken zu können. Guck mal, Papa. Ich kann Purzelbäume in der Luft schlagen. Wenn ich das Mama erzähle... Oh nein. Ich kann es ihr ja gar nicht erzählen. Nano, nicht weinen. Ich lasse mir etwas einfallen, wie wir schnell wieder zu deiner Mama zurückkommen. Nur wie? Primo versucht, seine Trauer zu überspielen und Nano zu trösten. Diesmal hat ihn der Enderman wohl endgültig besiegt. Er wird auf dem Mond sterben, fern von seinem Heimatdorf und seiner geliebten Golina. Pass nur auf, dass du dir nicht den Kopf stößt, mein Kleiner. Apropos Kopfstoßen. Wir sollten uns vielleicht auf die Landung vorbereiten. Es könnte etwas holprig werden, wenn wir auf dem Mond aufschlagen. Ich weiß nicht genau, wie lange wir schon unterwegs sind, weil wir ja bewusstlos waren. Und die Uhr, die ich eigentlich mitnehmen wollte, liegt noch immer in meiner Werkstatt. Also ist es am besten, wenn wir... Primo wird an die Decke der Raumkapsel geschleudert und stößt sich heftig den Kopf. Dann...
wird es dunkel um ihn. Das Dorf. Staffel 3. Folge 2. Bruchlandung. Oh. Au. Bunte Lichter tanzen vor Primus' Augen. Und sein Kopf fühlt sich an, als hätte sein Vater ihn mit dem Schmiedehammer bearbeitet. Er schlägt die Augen auf und erblickt den Wolf, der ihm mit seiner Zunge übers Gesicht schlabbert. Nicht mein Ohr abschlecken. Pfui. Als er versucht, sich aufzusetzen, stellt er fest, dass er unter dem Bett angeklemmt ist, auf dem Lausius und Nano liegen. Es ist wohl nur seiner stabilen Diamantrüstung zu verdanken, dass er beim Aufprall nicht zerquetscht wurde. Der Aufprall. Allmählich kommt Primus' Erinnerung zurück. Lausius, der verschwunden war. Die Höhle unter dem Dorf, in der die Golems das Loch freigesprengt haben, das er für den Start brauchte. Ach, diese vermaledeite Mondflugmaschine. Und in diesem Augenblick fällt ihm auch wieder ein, dass Lausius und er nicht alleine an Bord waren, als das TNT, das Lausius für den Start zünden wollte, wegen Arthrax in die Luft gegangen ist. Nano! Nur mit großer Mühe gelingt es ihm, unter dem Bett hervorzukriechen und sich aufzurichten. Das Innere der Mondflugmaschine ist ein einziges Durcheinander. Bei dem Aufprall ist die Proviantkiste aufgeplatzt. Brote, gebratene Hühnchen, Äpfel und Schweineschnitzel liegen überall herum, während auf dem Boden, der früher einmal die Decke der Raumkapsel war, eine große Milchpfütze schwappt. Ein paar Knochen verraten, dass Paul mindestens 2 gebratene Hühnchen aufgefressen hat, während Primo bewusstlos war. Er beugt sich über seinen Sohn. Nano? Nano, kannst du mich hören? Erleichterung durchflutet ihn, als Nano die Augen aufschlägt. Und auch Lausius kommt langsam wieder zu Bewusstsein. Das hat aber gerumst, Papa. Sind wir schon da? Sind wir auf dem Mond? Ich glaube ja. Was? Wer? Wo bin ich? Ach, das ging ja schneller, als ich dachte. Oje, wie sieht es denn hier aus? Ach, ich hätte die Kiste wohl besser befestigen müssen. Hauptsache, wir leben noch. Allerdings bringt uns das gar nichts, wenn wir nicht mehr zurück nach Hause kommen. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, wir hätten den Aufprall nicht überlebt. Was hast du gesagt? Ach, nichts. Lausius rappelt sich auf und zieht aus dem Fenster. Sieh mal an. Ich hätte nicht gedacht, dass es auf dem Mond Wasser gibt. Wo? Primo bahnt sich einen Weg durch das Durcheinander und blickt ebenfalls hinaus. Oh. Ich will auch was sehen. Die Raumkapsel ist offenbar in einem kleinen Fluss aufgeprallt. Das Wasser hat uns gerettet. Wären wir auf dem Boden aufgekommen, wäre der Schaden weit größer. Das Wasser steht bis zur Mitte des Fensters. Am Ufer kann man seltsame Felstürme aus bunt gestreiftem Gestein erkennen. Ohne lange zu überlegen, drückt Primo auf den Knopf neben der Tür. Halt! Nicht! Nein! Meine Erfindungen! Ein gewaltiger Wasserschwall strömt in die Raumkapsel. Primo, Nano und Lausius strampeln im Wasser herum. Ups, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Als der Wasserschwall abebbt, steht die Mondflugmaschine zur Hälfte unter Wasser. Na großartig, du hast unsere einzige Behausung in dieser fremden Welt unter Wasser gesetzt und unsere Atemluft entweichen lassen. Ohne Sauerstoff werden wir elendig ersticken. Moment mal, ich kann ja reden. Also kann ich auch noch atmen.
Ach, wer hätte das gedacht? Der Mond hat eine Atmosphäre. Primo, der wieder mal kein Wort von dem versteht, was Lausius brabbelt, klettert aus der überfluteten Raumkapsel und betritt das Ufer des Mondflusses. Er sieht sich in der fremdartigen Landschaft um. Auf der anderen Seite des Flusses ragen zerklüftete bunte Felsen auf. Zwischen den Felsen wachsen dürre Sträucher, die an Wüstengewächse auf der Erde erinnern. Als nächster springt Paul aus der Kapsel, klettert an Land und schüttelt sich das Wasser aus dem Fell. Dann folgen sein Sohn und zuletzt Lausius. Hier sieht es aber toll aus. Die drei hören plötzlich eine Stimme, die ihnen irgendwie vertraut vorkommt. Hilfe! Ist da jemand? Ist der Mond eigentlich bewohnt? Woher soll ich das wissen? Ich war noch nie hier. Sieh mal, da hinten ist Asimov! Nano rennt am Flussufer entlang. Ein paar Dutzend Blöcke entfernt steckt der Golem kopfüber im roten Sand, mit dem die Mondoberfläche bedeckt ist. Primo und Lausius ziehen ihn heraus. Die roten Augen flackern ein paar Mal, dann dreht Asimov den Kopf hin und her. Wo bin ich? Auf dem Mond! Ha, 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 ja klar. Das meint ihr doch nicht ernst. Doch, leider. Na schön, wenn ihr darauf besteht. Hauptsache, ihr kommt nicht auf die Idee, auf dieselbe Weise wieder nach Hause zurückzukehren, wie wir hergekommen sind. Nein, das geht doch nicht. Doch, natürlich, das ist es. Was ist was? Der Golem hat recht. Wir müssen bloß noch einmal eine riesige Höhle voller TNT bauen. Genau unter der Raumkapsel. Durch die Explosion werden wir dann zur Erde zurückgeschleudert. Au ja! Ententee! Tolle Idee, Asimov. Hä? Moment mal, das war nicht meine Idee. Ich wollte im Gegenteil dafür plädieren, dass wir nicht noch einmal... Ach was, ist auch egal. Ihr macht ja sowieso, was ihr wollt. Ja, ich fürchte, so einfach, wie du dir das vorstellst, ist es nicht. Ich habe nicht die Werkzeuge und Materialien, um eine Apparatur zu bauen, mit der man Knallschleicher farmen könnte, um das nötige Schwarzpulver zu erzeugen. Und selbst wenn ich die hätte, die Maschine würde hier auf dem Mond nicht funktionieren. Denn hier gibt es keine Knallschleicher. Bist du sicher? Lausius sieht sich verwirrt um. Eigentlich schon. Primo legt den Kopf in den Nacken. Vor dem blauen Himmel ziehen träge Wolken, fast wie zu Hause. Wo ist eigentlich die Erde? Sagtest du nicht, wir hätten von hier aus einen guten Blick darauf? Lausius sieht ebenfalls in den Himmel. Das ist in der Tat erstaunlich. Wir müssen auf der dunklen Seite des Mondes gelandet sein. Auf der dunklen Seite? Aber es ist doch hell. Sie heißt nur so, weil man sie von der Erde aus nicht sehen kann. Aha. Primo unterdrückt den Impuls, sich an die Stirn zu tippen. Vielleicht sollten wir uns mal umsehen. Ja, gute Idee. Auch wenn der größte Teil unserer Vorräte durch das Wasser unbrauchbar geworden ist, können wir wenigstens unsere letzten Tage im Dienste der Wissenschaft verbringen. Schade nur, dass nie jemand unsere Aufzeichnungen finden wird. Mit diesen Worten kritzelt er etwas auf ein Blatt Papier. Primo blickt ihm über die Schulter. Tag 1. Projekt Apollo trotz Sabotage durch Enderman ein voller Erfolg. Haben dunkle Seite des Mondes betreten. Nur ein kleiner Schritt für einen Dorfbewohner, doch ein großer Schritt für die Menschheit. Atmosphäre und Wasser entgegen meinen Erwartungen vorhanden. Boden sandig, karge Vegetation. Bisher keine Anzeichen für Lebewesen. Vorräte größtenteils durch Unachtsamkeit eines Besatzungsmitglieds vernichtet. Unternehmen nun ersten Erkundungsgang in die Umgebung. So, das reicht im Moment. Ich schlage vor, wir steigen auf den Berg dort und verschaffen uns zuerst einen Überblick über die Umgebung. Wenn du meinst. In Ordnung. Wer zuletzt oben ist, ist ein Esel! Sie erklimmen einen steilen Felshang, der ähnlich bunte Streifen aufweist wie die steilen Felstürme auf der anderen Seite des Flusses.
Von oben hat man einen atemberaubenden Blick über die zerklüftete Mondlandschaft. Nur die halb im Wasser versunkene Mondflugmaschine stört die raue, urtümliche Schönheit. Ein Fremdkörper aus einer anderen Welt. Primo bleibt stehen und genießt die Aussicht. Wie schön das hier ist. Wenn doch Gulina das sehen könnte. Aber sie wird noch nicht mal erfahren, was uns passiert ist. Guck mal, da unten! Das sieht aus wie ein Stück von unserer Kreisbahn. Darf ich damit fahren, Papa? Bitte, 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 bitte. Ich fürchte, der Junge hat Halluzinationen. Vielleicht gibt es in der Mondatmosphäre Gase, die den Geist verwirren. Wir hätten wohl besser in der Raumkapsel bleiben sollen. Nein, Nano hat recht. Sieh doch mal, dort rechts im Tal. Da glitzert etwas Metallisches im Sonnenlicht. Potzdonner! Ein Artefakt der Außerirdischen. Das müssen wir unbedingt erforschen. Außerirdische? Und los! Anstatt zu antworten, stürmt Lausius den Hang hinab. Primo, Nano, Asimov und Paul folgen ihm. Berg rauf, Berg wieder runter. Bin gespannt, was denen als nächstes einfällt. Bei dem Objekt, das Nano gesehen hat, handelt es sich tatsächlich um ein Stück einer Schiene, genau wie die, aus denen die Kreisbahn gebaut wurde. Mindestens ebenso rätselhaft sind die Holzkonstruktionen, die auf zwei Seiten in die Berghänge gebaut wurden und die Eingänge zu unterirdischen Tunneln bilden. Über einem davon hängt sogar eine brennende Fackel. Der Mond ist also doch bewohnt. Wir können es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausschließen. Allerdings ist es auch möglich, dass die Außerirdischen vor langer Zeit hier gelandet sind und diese Artefakte zurückgelassen haben. Inzwischen sind sie vielleicht längst wieder zu ihrem Heimatplaneten zurückgekehrt. Lausius, du meinst, die Außerirdischen hatten auch eine Flugmaschine? So wie wir? Ja, so ähnlich. Wenn die Außerirdischen wieder nach Hause fliegen konnten, dann können wir das auch. Wir sollten diese Tunnel erforschen. Vielleicht finden wir ja Reste der fortschrittlichen Technologie der Außerirdischen. Das wäre ein großer Durchbruch für die Wissenschaft. Primo nähert sich mit gezogenem Schwert dem Eingang des dunklen Tunnels, über dem die Fackel brennt. Doch dieser endet nur ein paar Schritte hinter dem hölzernen Eingangsportal in einer Felswand. Da geht's nicht weiter. Enttäuscht kehrt er um. Dann probieren wir es eben dort drüben. Siehst du die Öffnung im Berghang? Ja, stimmt. Ich sehe mir das mal an. Ihr bleibt am besten hier. Ich will mit. Nein, mein Sohn, das ist zu gefährlich. Du bleibst bei Lausius. Och, Mann! Pauls Nackenfell sträubt sich. Doch er folgt Primo in die Dunkelheit. Dieser entzündet eine Fackel, in deren flackerndem Licht Spinnenweben an den Wänden aufleuchten. Oh je, auf dem Mond gibt es definitiv Monster. Nach ein paar Schritten erreicht Primo eine Abzweigung. Er wirft einen letzten Blick zurück zum Ende des Tunnels, wo Asimov, Nano und Lausius auf ihn warten, bevor er sich nach links wendet. Paul, ruhig. Paul scheint sich hier nicht wohl zu fühlen, doch er folgt tapfer seinem Herrn. Der Gang wird nach ein paar Schritten breiter, wobei die rechte Hälfte einen Block tiefer verläuft. Die Luft riecht nach altem Holz und Staub. Spinnennetze hängen überall. Als Primo nicht aufpasst, bleibt er an einem davon kleben und hat Mühe, sich wieder loszureißen. Als er zwischen zwei breiten Säulen aus Holz hindurchtritt, wankt plötzlich ein Nachtwandler auf ihn zu. Doch bevor Primo das Schwert schwingen kann, springt der Wolf bereits das Monster an. Im nächsten Moment springt ein achtbeiniges Ungetüm mit glühend roten Augen auf Primo herab. Es ähnelt den Riesenspinnen, die in den Wäldern um das Dorf herumstreichen, ist jedoch etwas kleiner und hat einen bläulich schimmernden Körper. Primo hackt mit dem Schwert nach dem Angreifer, doch die Spinne ist erstaunlich flink und weicht seinen Angriffen geschickt aus. Endlich gelingt es ihm, der Spinne mit einem gezielten Schwertstreich den Garaus zu machen.
Auch Paul besiegt seinen Gegner. Brav, Paul. Fein gemacht. Primo tätschelt den Wolf, der vor Stolz mit dem Schwanz wedelt. Dann setzt er seinen Weg fort. Am Ende des Ganges entdeckt er einen breiten, länglichen Raum. Auf dem roten Steinboden sind hier und da Reste von Schienen zu erkennen, so als sei hier früher einmal eine Lorenbahn gefahren. Neugierig folgt Primo den Schienen bis zum Ende des langgestreckten Raums. Dort zweigt ein weiterer Gang nach rechts ab. Als er mit der Fackel hineinleuchtet, sieht er etwas, das sein Herz vor Freude hüpfen lässt. Da, guck mal! Ein grünes Monster mit einem mürrischen Gesicht trippelt auf ihn zu. Ein Knallschleicher! Vor Freude läuft er auf das Monster zu und umarmt es. Ein Knallschleicher! Es gibt Knallschleicher auf dem Mond! Wir können wieder zur Erde zurückkehren! Ich werde, jedenfalls nicht weiter mit einem Monster herumtanzen. Erschrocken blickt Primo in das grüne Gesicht des Knallschleichers. Doch der Mund, dessen Winkel normalerweise zornig herabgezogen sind, zeigt ein Lächeln. Offenbar freut sich das Monster über die Umarmung. Oh, willst du mir sagen, ihr Mondknallschleicher seid harmlos und explodiert gar nicht? Aber das wäre schlecht, denn dann könnte Lausius keinen Sprengstoff aus euch machen. Nicht so ungut. Das Monster hat wieder sein mürrisches Gesicht aufgesetzt und beginnt sich aufzublähen. Oh nein! Primo kann gerade noch einen Sprung nach hinten machen, bevor es explodiert. Paul! Paul, bleib hier! Mit angekniffenem Schwanz rennt Paul davon. Paul! Paul, bei Fuß! Doch der Wolf ist bereits in der Dunkelheit verschwunden. Primo folgt ihm in einen finsteren Gang. Paul? Ist der Wolf in den Gang nach rechts abgebogen oder geradeaus weitergelaufen? Verflixt! Wo steckt der nur? Er entschließt sich, geradeaus weiterzugehen. Bald kommt er an eine weitere Abzweigung und schlägt wiederum die Richtung ein, aus der Pauls Winseln zu kommen scheint. Doch je tiefer er in die uralten Tunnel vordringt, desto schwächer werden die Laute des Wolfs, bis er sie gar nicht mehr hören kann. Oh je, ich glaube, ich habe mich verirrt. Er beschließt, zu dem Raum zurückzukehren, in dem der Knallschleicher explodiert ist, und es von dort aus noch einmal zu versuchen. Doch an der nächsten Abzweigung ist er sich nicht mehr sicher, aus welcher Richtung er gekommen ist. Hier lang, das muss es sein. Oder hier lang? Ja, diese Richtung ist die richtige. Doch bald schon gelangt er an eine weitere Kreuzung. War ich schon mal hier? Oh, Backe, ich glaube, dieser blöde Mond ist vollständig von Tunneln durchzogen. Wie soll ich denn hier jemals wieder rausfinden? Als er an die nächste Abzweigung kommt, entdeckt er in dem Tunnel rechts eine alte Lore mit einer Kiste. Mal sehen, was da drin ist. Ein Stapel Schienen, Kohle. Ah, Brot! Steinhart! Und was ist das? Samenkörner. Aber von welcher Pflanze? Solche habe ich noch nie gesehen. Und was haben wir hier? Einen goldenen Apfel. Ob die Außerirdischen diese Dinge hier zurückgelassen haben? Egal. Das hier nehme ich auf jeden Fall mit. Er steckt das Brot, die Samenkörner und den Apfel ein. Wie lange er nun schon tief unter der Mondoberfläche herumirrt, weiß Primo nicht. Als er plötzlich von fern ein klägliches Winseln hört, gefolgt von einem wütenden Knurren und Zischen. Paul? Primo beschleunigt seine Schritte und folgt dem Geräusch. Diesmal scheint er sich Paul zu nähern. Endlich erreicht er einen Raum, der fast vollständig mit Spinnweben bedeckt ist. Paul! Paul hat sich hoffnungslos darin verstrickt und wird von mehreren Spinnen attackiert. In der Mitte des Raums ist ein brennender Käfig zu sehen, in dem eine kleine Spinne um ihre Achse rotiert. Lasst meinen Wolf in Ruhe, ihr blöden Viecher! Primo stürzt sich auf die Spinnen. Bald ist auch er in die Spinnweben verstrickt, sodass es immer schwieriger wird, sein Schwert zu schwingen. Er kann nicht verhindern, dass er von einer der Spinnen gebissen wird, doch es gelingt ihm schließlich mit der Kraft der Verzweiflung, die Monster zu töten.
Mit dem Schwert durchtrennt er die Spinnweben und befreit sich und Paul daraus. Keinen Augenblick zu früh, denn auf einmal erscheint auf dem brennenden Käfig eine neue Spinne. Diesmal gelingt es Paul und Primo mit vereinten Kräften, der Spinne den Garaus zu machen. Bevor weitere Monster auftauchen, flüchten sie aus dem Spinnennest. Doch dann wird Primo plötzlich schwindelig. Seine Glieder fühlen sich bleischwer an und er sackt zu Boden. Nur einen kleinen Augenblick ausruhen. Ich stehe gleich wieder. Dann verliert Primo das Bewusstsein. Mich in Ruhe. Ich will jetzt nicht mit dir spielen. Aus. Pauls raue Zunge schlabbert über Primos Gesicht. Seit Stunden versucht der Wolf, sein Herrchen aufzuwecken. Und auch jetzt lässt er nicht locker. Er zerrt an Primo, bis dieser die Augen aufschlägt. Erschrocken setzt er sich auf. Er ist nicht im Haus seines Vaters, sondern in einer dunklen Höhle. Nur langsam kommen die Erinnerungen wieder zurück. Die Explosion, der Flug durch den Weltraum, der Tunnel. Oh nein! Nano! Lausius! Wir müssen sofort zu ihnen! Mühsam rappelt sich Primo auf. Ihm ist übel und der Raum scheint sich um ihn zu drehen, sodass es noch schwieriger ist, die Richtung zu bestimmen. Oh je. Wie sollen wir hier bloß jemals wieder herausfinden? Paul? Der Wolf läuft ein Stück vor, dreht sich um und blickt Primo auffordernd an. Primo wankt auf ihn zu, träge wie ein Nachtwandler. Was ist nur mit mir los? Irgendetwas ist in mir, das mich schwächt. Vielleicht liegt es an dem Biss der Mondspinne. Wenn auch bloß Rona hier wäre. Sie könnte mir einen Heiltrank brauen. Aber leider ist die Hexe weit, weit entfernt auf der Erde, in ihrer Hütte im Wald. Ach, wie gern wäre Primo zu Hause im gemütlichen kleinen Schluchtdorf. Als er Paul erreicht, leckt dieser seine Hand und läuft wieder ein Stück den Gang entlang, bevor er stehen bleibt und Primo erwartungsvoll ansieht. Offenbar will der Wolf, dass er ihm folgt. Wohin gehen wir noch gleich? Ach ja, nach draußen. Paul, meinst du wirklich, dass du den Weg aus dem Tunnel finden kannst? Na gut. Ein Versuch ist es wert. Wölfe haben schließlich gute Spürnasen. Außerdem habe ich eh keine Ahnung, wo ich bin. Sie wandern durch düstere Gänge. In seinem geschwächten Zustand hätte Primo Schwierigkeiten, selbst mit einem gewöhnlichen Nachtwandler fertig zu werden. Doch zum Glück bleiben sie unbehelligt. Jeder Schritt fällt ihm schwer. Es ist, als würde er immer noch an den Spinnenweben kleben, die ihn festhalten wollen. Wie lange sie schon durch die Tunnel irren, weiß er nicht, als Primo plötzlich einen Luftzug im Gesicht spürt. Er wankt dem Wolf nach und erreicht endlich das Ende des Tunnels. Erleichtert tritt er hinaus auf die dunkle Mondoberfläche. Oh, frische Luft, das tut gut. Tausende von Sternen prangen am Nachthimmel. Der Golem steht neben dem Eingang, an derselben Stelle, wo er stand, als Primo aufgebrochen ist. Doch von Nano und Lausius ist nichts zu sehen. Asimov! Wo sind Sie? Wo ist wer? Nano und Lausius! Der Aufenthaltsort von Nano und Lausius ist mir nicht bekannt. Was ist passiert? Ich musste eine Kiste zu einem Haus aus Blech schleppen, das irgendein Genie auf einem riesigen Haufen von Sprengstoff gebaut hat. Logischerweise ist der Haufen explodiert, als ich gerade oben drauf stand. Ich wurde in den Weltraum katapultiert und... Ich meine, was ist passiert, während ich in den Tunneln war? Ach so, sag das doch gleich. Wir standen hier eine Weile sinnlos in der Gegend rum. Dann kamen irgendwelche Typen auf Pferden und haben Nano und Lausius mitgenommen. Ende der Geschichte. Moment mal, was? Was für Typen auf Pferden? Ich habe sie nicht nach ihren Namen gefragt. Waren das etwa Außerirdische? Wie kleine grüne Männchen sahen sie jedenfalls nicht aus. Wie sahen sie denn aus?
Naja, ungefähr so wie du, nur dass sie Federn am Kopf hatten. Federn am Kopf? So wie Hühner? So ähnlich. Und Nano und Lausius sind mit ihnen gegangen? Ja, gezwungenermaßen. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Unfreiwillig, gegen ihren Willen, unter Androhung von Waffengewalt. Die Federköpfe haben sie bedroht? Sie haben Pfeil und Bogen auf die beiden gerichtet. Das kann man wohl als Bedrohung ansehen. Und dann haben sie sie mit Seilen gefesselt, auf ihre Pferde gelegt und abtransportiert. Und wieso hast du Nano und Lausius nicht verteidigt und die Federköpfe vertrieben? Wieso hätte ich das tun sollen? Was bist du nur für ein unnützer Blechhaufen? Wozu ist denn ein Golem da, wenn er die Dorfbewohner nicht vor Gefahren beschützt? Wozu ich da bin? Ich bin offensichtlich dazu da, sinnlos in der Gegend herumzulaufen, Sachen herumzuschleppen, absurde Befehle auszuführen, unpräzise Anweisungen falsch zu interpretieren, dabei in die Luft gesprengt zu werden und hinterher an allem schuld zu sein. Ach ja? Erinnerst du dich noch an die drei Anweisungen, die Villa dir gegeben hat, nachdem wir dich erschaffen hatten? Natürlich. Ich vergesse nie etwas. Leider. Und warum hast du dich nicht daran gehalten? Hab ich doch. Hast du nicht? Die erste Regel lautet, du darfst kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit gestatten, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Das ist korrekt. Und wieso hast du dann zugelassen, dass Nano und Lausius zu Schaden kommen? Weil ich keine andere Möglichkeit hatte. Aber du hättest die Federköpfe angreifen müssen! Eben nicht. Die erste Regel verbietet es mir. Was kann ich denn dafür, wenn ihr mir schwachsinnige Anweisungen gebt, die sich gegenseitig ausschließen? Oh, es hat einfach keinen Sinn, mit einem Golem zu diskutieren. Ich muss herausfinden, was die Außerirdischen mit Nano und Lausius gemacht haben. Was soll ich nur tun? Ein Nachtwandler stolpert heran. Primo zieht sein Schwert. Doch ehe er oder Paul das Monster bekämpfen können, hat Asimov es schon mit einem kräftigen Schlag seines langen Arms hoch in die Luft befördert. Wieso hast du das jetzt gemacht? Weil ich nicht untätig sein darf, wenn Gefahr droht. War das jetzt schon wieder falsch? Nein, ich meine ja bloß, weil... Hä? Was ist denn das? Verblüfft starrt Primo auf die rechteckige, helle Scheibe, vor der der Nachtwandler gerade vorbeigeflogen ist. Da! Da im Himmel! Das ist ja der Mond! Was du nicht sagst. Aber wenn der Mond da oben am Himmel ist, wie können wir dann hier auf dem Mond sein? Gar nicht. Wo sind wir denn dann? Wenn man die Wucht der Explosion, den Auftrittswinkel, den Luftwiderstand und die Erdanziehungskraft berücksichtigt, dann müsste unsere aktuelle Position nach meinen Berechnungen ungefähr x minus 1828, y plus 67 und z minus 4729 betragen. Und das heißt, also, wir sind irgendwo ganz anders? Vielleicht noch auf der Erde? Ihr habt doch nicht wirklich geglaubt, dass man, indem man einen Haufen TNT unter einem Haus aus Blech explodieren lässt, 300 Millionen Blöcke weit durchs All fliegen und ohne Navigationsinstrumente, Steuerdüsen und Bremssystem auf einem anderen Himmelskörper landen kann, oder? Ihr habt Glück, dass das nicht funktioniert hat, sonst wärt ihr alle längst tot. Ja. Wenn wir immer noch auf der Erde sind, dann... Naja... Das erklärt jedenfalls, wieso es hier Nachtwandler, Skelette und Knallschleicher gibt. Auch wenn die Gegend hier seltsam aussieht und ich noch nie was von Menschen mit Federköpfen gehört habe. Asimov, weißt du denn auch, wo unser Dorf ist? Klar. Und wo ist es? Da hinten. Asimov zeigt direkt auf die Tunnelöffnung. Primus Hoffnung fällt in sich zusammen. Offenbar ist der Golem beim Aufprall schwer beschädigt worden. Du meinst in dem Tunnel? Natürlich nicht. Hinter dem Tunnel. Ganz weit hinter dem Tunnel. Wie weit? Ungefähr 5000 Blöcke. 5000 Blöcke? Das ist ein weiter Weg. Aber nicht so weit, wie Cole und ich bei unserem letzten Abenteuer gewandert sind. Jetzt muss ich nur noch Lausius und Nano finden. Langsam erhebt sich die Sonne über der bizarren, kargen Landschaft. Primo steht auf dem Berg über dem Eingang des Tunnels und sieht sich um.
Doch von Nano, Lausius oder irgendwelchen Federköpfen ist keine Spur zu sehen. Auch Paul scheint Nano zu vermissen. Primo tätschelt dem Wolf das Fell. Paul, kannst du Nano finden? Na dann los, such Nano, los! Paul läuft umher und schnüffelt am Boden. Dann rennt er den Berghang hinab in Richtung einer flachen Senke, die von dem runden Tal mit dem Tunneleingang durch einen Bergsattel getrennt ist. Asimov, komm mal her! Der Golem schlurft heran. Ja, mein Herr und Meister. In welche Richtung sind die Federköpfe mit Paul und Nano verschwunden? Da lang. Asimov zeigt in Richtung des Sonnenaufgangs. Genau dorthin, wo Paul steht und Primo erwartungsvoll ansieht. Na bitte, Paul. Ich hab doch gewusst, dass du das kannst. Braver Wolf. Such Nano, such. Komm, Asimov, hinterher. Na toll. Jetzt rennen wir also schon wieder diesem Köter hinterher. Das kann ja nur schlimm enden. Primo ignoriert die Warnung und folgt Paul, der mit wedelndem Schwanz weiterläuft, die Nase dicht über dem Boden. Sie durchqueren das Tal. Die Berge ringsum bestehen aus braunem Fels, der mit schmalen Bändern aus hellgrauem, dunkelgrauem, rötlichem und braunem Gestein durchzogen ist, als hätte jemand die Landschaft bunt angemalt. Auf dem Boden sind vereinzelt Schienenreste zu sehen. Ob die Federköpfe die geschaffen haben? Und wenn ja, warum? Außerirdische waren es jedenfalls nicht. Da ist Lausius echt auf dem Holzweg. Bald erreichen sie eine Meeresküste. Tintenfische strecken wie zur Begrüßung ihre Arme aus dem Wasser. Wenn der Köter will, dass wir alle baden gehen, streike ich. Doch Paul folgt schnüffelnd dem Ufer. Sie klettern über Hänge aus bunten Felsen, die steil ins Meer abfallen. Paul, bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Hier kann man doch unmöglich auf Pferden entlang reiten. Doch der Wolf scheint zielstrebig ihrer Fährte zu folgen. Kurz darauf erreichen sie einen schmalen Felsgrat, der wie eine Brücke eine kleine Schlucht überspannt. Ohne zu zögern läuft Paul hinüber. Primo ist froh, als er die andere Seite erreicht, ohne in die Tiefe zu stürzen. Sie folgen weiter der steilen Meeresküste, vorbei am Eingang zu einer großen Höhle, bis sie zu einer Ebene aus rötlichem Sand gelangen. Die Berge rechts von ihnen sind von Bäumen gekrönt, die beruhigend vertraut aussehen. Als sie die Sandfläche überquert haben, erheben sich im Süden bewaldete Hügel und nördlich von ihnen steile, felsige Berge, von denen sich ein Lavafall ergießt. Dazwischen liegt ein grasbewachsener Hang, auf dem Schafe weiden. Laut kläffend jagt Paul den Schafen nach, die blökend das Weite suchen. Paul, aus! Hierher! Na toll, dafür sind wir also hierher gelatscht, damit der Köter die heimische Tierwelt in Panik versetzen kann. Ich fang dann schon mal an, Schäfchen zu zählen. Such Nano! Paul schnüffelt am Boden und läuft weiter Richtung Osten. Bis in den Abend hinein sind sie unterwegs. Mit Einbruch der Dämmerung suchen sie sich ein Nachtlager, das ihnen Schutz vor Nachtmonstern bietet. Früh am nächsten Morgen, während noch einige Nachtwandler und Skelette brennend und stöhnend herumlaufen, machen sie sich auf den Weg. Primo hat einen knurrenden Magen und versucht, etwas von dem Brot aus der Lore zu essen. Das ist wirklich viel zu hart. Daran kann man sich nur die Zähne ausbeißen. Auch Paul scheint hungrig zu sein, denn er jagt einem Hasen nach, der am Meeresufer herumhoppelt. Paul, hierher! Kommt jedoch rasch zurück, als Primo ihn ruft und schnüffelt gehorsam am Boden, um Nanos Fährte wieder aufzunehmen. Du glaubst doch nicht wirklich, dass der Köter deinen Sohn findet, oder? Hast du eine bessere Idee? Wir könnten Ich sehe was, was du nicht siehst spielen. Das wäre jedenfalls lustiger, als sinnlos durch die Gegend zu laufen. Also gut, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ein Golem, der mir mit seinem ewigen Genörgel auf die Nerven geht. Ha, ha, ha. Ich weiß es.
Als sie eine große Wiese erreichen, auf der Schafe und Kühe grasen, bellt Paul plötzlich. Da! Im nächsten Moment preschen von Norden drei Gestalten auf Pferden heran. Primo hatte sich unter Federköpfen Wesen mit dem Körper eines Menschen und dem Kopf eines Huhns vorgestellt. Doch als die Reiter näher kommen, erkennt er, dass sie aussehen wie gewöhnliche Dorfbewohner, die sich Bänder um die Stirn gewickelt haben, in denen ein oder zwei Hühnerfedern stecken. Die Reiter umzingeln Primo, Asimov und Paul. Sie spannen ihre Bogen. Ergebt euch, Bleichgesichter! Blechgesicht, bitte. Dem Federkopf fällt vor Schreck fast der Bogen aus der Hand. Der Eisenmann kann sprechen. Ja, und wir können euch auch eine Tracht Prügel verpassen, wenn ihr uns nicht sofort sagt, was ihr mit Nano und Lausius gemacht habt. Du wagst es uns zu drohen? Wisse, dass wir, die tapferen Krieger vom Stamm der Krähenfüße, vor nichts und niemandem Angst haben. Verschwinde von unseren Jagdgründen, oder wir werden dich mit Pfeilen durchbohren. Das läuft ja wieder mal super. Statt zu meckern, könntest du den Federköpfen mal zeigen, dass sie so nicht mit uns reden dürfen. Da muss ich dich leider enttäuschen. Gewalt ist keine Lösung, denn dummerweise verletzt jegliche Gewaltanwendung gegen Knollnasen Golem-Regel Nummer 1. Ja, ja, schon gut. Jetzt hört mal. Wir müssen uns ja nicht gleich streiten. Ich suche nur meinen Sohn und einen alten Mann. Habt ihr sie gesehen? Der mit der frechen Zunge ist dein Sohn? Das erklärt einiges. Der mit der frechen Zunge? Was soll das heißen? So hat ihn unsere Medizinfrau genannt, nachdem er sie beleidigt hat. Also wisst ihr, wo die beiden sind? Ja, das wissen wir. Sie sind jetzt unsere Gefangenen und werden bei Vollmond der dreiköpfigen Schlange geopfert. So will es unser Gesetz. Primo muss sich sehr zusammennehmen, um sich nicht auf den Reiter zu stürzen und ihn vom Pferd zu reißen. Federköpfe wissen, wo Nano und Lausius sind. Wenn ich mich mit ihnen prügle, bringt mich das nicht weiter. Ich könnte mich weiterhin auf Pauls Spürnase verlassen. Aber vermutlich kann ich mich dem Ort, wo die beiden gefangen gehalten werden, nicht nähern, ohne erneut Federköpfen zu begegnen. Keine Ahnung, wie viele es von denen gibt. Aber selbst wenn es mir gelingt, die drei Reiter hier auf der Wiese zu besiegen, gegen einen ganzen Stamm von ihnen komme ich nicht an. Ich brauche eine friedliche Lösung. Bringt mich zu eurem Priester. Priester, hä? Zu unserem was? Na, zu dem, der mit Notch redet. Notch? Was ist das? Oh nein, fangt jetzt bitte keine religiöse Grundsatzdiskussion an. Wer ist das Oberhaupt eures Dorfes? Unsere Medizinfrau ist die Hüterin unserer Gesetze. Sie redet mit den Geistern unserer Ahnen. Dann bringt uns zu ihr. Vorher musst du deine Waffe ablegen. Was? Damit ihr mich überwältigen und ebenfalls opfern könnt? Kommt nicht in Frage. Entweder du legst deine Waffe ab, oder du stirbst im Kampf, Bleichgesicht. Was denkst du, Asimov? Was? Werde ich jetzt etwa nach meiner Meinung gefragt? Ja. Na gut, ich bin der Meinung, es war eine außerordentlich schwachsinnige Idee, ein Haus in die Luft zu sprengen, nur um damit um die halbe Welt zu fliegen und in irgendeiner abgelegenen Gegend eine Bruchlandung zu bauen. Das hilft mir jetzt alles nicht weiter. Soll ich die Waffe niederlegen oder nicht? Was immer ich jetzt sage, ist garantiert falsch. Und ich bin dann wieder an allem schuld. Also sage ich besser gar nichts. Oh, also schön, ihr habt gewonnen. Die Federköpfe springen von ihren Pferden, nehmen Primus Schwert, fesseln ihn mit einem Seil aus Spinnenfäden und werfen ihn auf den Rücken eines der Pferde. Paul und der Golem trotten ihnen nach, als die Federköpfe ihre Gefangenen über die Wiese Richtung Norden transportieren. Das Dorf der Federköpfe liegt nicht weit entfernt auf einer flachen Halbinsel. Holzstege führen über das Wasser. Sogar einige der Gebäude scheinen im Wasser errichtet worden zu sein, darunter auch ein Steinhaus, das Margulus Kirche verblüffend ähnelt.
Entlang eines sandigen Weges, der durch das Dorf führt, sind Masten mit Fackeln errichtet, die nachts Monster abhalten sollen. Nano! An zwei dieser Holzpfähle sind Nano und Lausius gefesselt. Ach, bin ich froh, dass dir nichts passiert ist. Jetzt könnt ihr aber was erleben, ihr fiesen Typen. Mein Papa wird euch alle verhauen. Das tust du doch, oder Papa? Ja, später vielleicht. Die Federköpfe laden Primo vom Pferderücken ab und binden ihn an dem Fackelmast neben seinem Sohn fest. Dumm gelaufen. Vielleicht tust du zur Abwechslung mal was Hilfreiches, statt nur dumme Sprüche zu klopfen. Der mit dem Blechmann spricht, möge schweigen. Oder ich werde ihm die Zunge herausschneiden. Ich werde jetzt die Medizinfrau holen. Sie wird entscheiden, was mit dir geschehen wird. Wer sind die Fremden? Was wollen die hier? Wo kommen die her? Was ist denn das für ein Blechding? Keine Ahnung. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es dauert nicht lange, bis sich eine große Gruppe von Dorfbewohnern und die drei Gefangenen versammelt hat. Auch zwei Kinder sind darunter. Staunend betrachten sie Asimov, der sich vor einen weiteren Fackelmast gestellt hat, als sei er ebenfalls daran gebunden. Eine Frau gibt Paul einen großen Knochen, während Primus Magen knurrt. Eine Dorfbewohnerin tritt vor. Primo ist zunächst erleichtert, als er sieht, dass sie den Hut und Umhang einer Hexe trägt. Doch schon bald wird klar, dass die Medizinfrau der Federköpfe nicht so freundlich ist wie Runa. Diese Bleichgesichter sind in unsere Jagdgründe eingedrungen. Sie haben gegen unsere Gesetze verstoßen. Deshalb werden wir sie bei Vollmond der dreiköpfigen Schlange opfern. Hau, ich habe gesprochen. Hau! Höre mich an, Medizinfrau. Wir sind von weit her gekommen, mit einer Mondflugmaschine. Wir kennen eure Gesetze nicht. Wenn wir sie verletzt haben, dann geschah das unabsichtlich. Alles, was wir wollen, ist friedlich in unsere Heimat zurückkehren. Das Bleichgesicht spricht mit gespaltener Zunge. Wir wissen, dass ihr aus dem Dorf der Kuhhirten im Süden kommt. Ihr seid voller Gier nach Gold und Diamanten, so wie die anderen, die vor euch gekommen sind, um uns unser Land wegzunehmen. Und deshalb sollt ihr sterben, so wie die anderen vor euch gestorben sind. Ihr werdet bei Vollmond geopfert, um die dreiköpfige Schlange zu besänftigen. Aber hör zu, Hexe. Wir sind nicht extra hierher auf den Mond geflogen, um uns irgendwelche albernen Geschichten von dreiköpfigen Schlangen anzuhören. Die kannst du dir an... Wer dessen Geist im Kreis tanzt, soll schweigen! Vielleicht darf ich auch mal was sagen. Sprich, Blechmann, der sprechen kann. Können wir nicht einfach das Kriegsbeil begraben und das alles bei einer Tasse Erdbeertee ausdiskutieren? Ich habe nämlich einen Traum. Was für ein Kriegsbeil? Das tut jetzt nicht zur Sache. Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages die Bewohner dieses Dorfes erheben werden und die wahre Bedeutung ihrer Überzeugung ausleben werden. Alle Knollnasen sind gleich erschaffen. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln Federköpfe und Knallköpfe miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst dieses Dorf, das in der Hitze der Ungerechtigkeit und in der Hitze der Unterdrückung verschmachtet, in eine Oase der Freiheit und Gerechtigkeit verwandelt wird. Ich habe einen Traum, dass ich eines Tages in einer Welt leben werde, in der man nicht nach dem Material, aus dem man gebaut wurde, sondern nach dem Charakter beurteilt wird. Ich habe heute einen Traum und deshalb bitte ich euch, stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und lasst diese Gefangenen frei, die nichts dafür können, dass sie so sind, wie sie nun mal sind. Die Federköpfe sehen Asimov mit großen Augen an. Einige wischen sich verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel. Blechmann, der sprechen kann, hat weise Worte gesprochen. Schweigt! Was weise ist und was nicht, bestimme immer noch ich. In Blechmann, der sprechen kann, wohnt ein böser Geist. Mit seinen wohlklingenden Worten will er bloß seine wahren, finsteren Absichten verschleiern. Wenn wir die drei Gefangenen freilassen, wen sollen wir dann opfern, um den Zorn der dreiköpfigen Schlange zu besänftigen? Hau, die mit den Geistern spricht, hat recht.
Wenn wir niemanden der dreiköpfigen Schlange opfern, wird sie in unser Dorf kommen und uns alle verschlingen. Nun geht wieder an eure Arbeit. In der übernächsten Nacht ist Vollmond. Dann sollen die Gefangenen geopfert werden. So lautet mein Befehl. Hau, ich habe gesprochen. Hau! Dann zerstreuen die Dorfbewohner sich und gehen ihrer Arbeit als Bauern, Fischer und Schafhirten nach. Die Medizinfrau verschwindet in der Kirche. Erstaunlich, wie sehr die Kultur der Mondbewohner der unseren ähnelt. Sie sprechen sogar dieselbe Sprache. Ich frage mich, ob nicht vielleicht schon vor langer Zeit in einer längst untergegangenen Kultur eine Technik entwickelt wurde, mit der man... Das sind keine Mondbewohner, Lausius. Wir sind nämlich gar nicht auf dem Mond gelandet. Nicht? Aber ich hab doch... Ja, das ist es. Ich habe die Schubkraft nur für eine Person und einen Golem berechnet. Aber dadurch, dass ihr beide und der Wolf mit in der Kapsel wart, war die Gesamtmasse zu hoch. Moment, ich rechne mal kurz nach. Klein g gleich minus, Klammer auf. Oh. Das bedeutet... Oh, du hast recht, Primo. Nach meinen Berechnungen hat die Schubkraft der TNT-Blöcke nicht ausgereicht, um die Erdanziehungskraft zu verlassen. Wir müssen irgendwo abgestürzt sein. Was du nicht sagst. Ich hätte mehr TNT nehmen sollen. Ich hab Hunger. Ich will nach Hause zu Mama. Ach, mein Kleiner. Binde uns los, Asimov. Das geht nicht. Warum denn jetzt schon wieder nicht? Der Golem hält seine Eisenarme hoch. Siehst du hier irgendwo Finger? Dann reiß die Fackelmasten aus. Das geht nicht. Und wieso geht das nicht? Wenn ich die Fackelmasten ausreiße, werden nachts die Monster nicht mehr vom Dorf ferngehalten und Dorfbewohner könnten zu Schaden kommen. Außerdem könnte ich einen von euch beim Ausreißen verletzen. Besser, ich halte mich an die Regeln, die ihr mir gegeben habt und verhalte mich ruhig. Oh, bei Notch, du elender, nichtsnutziger Blechhaufen! Du willst tatenlos zusehen, wie wir irgendeinem bösen Geist geopfert werden? Es gibt keine Geister. Erzähl das den Federköpfen. Das werde ich, bei Gelegenheit. Und wenn sie uns trotzdem opfern? Sollte der Fall eintreten, dass euch Schaden droht und ich einen Weg sehen, diesen Schaden abzuwenden, ohne anderen Knollnasen Schaden zuzufügen, werde ich tun, was ich kann. Na toll. Ich hätte einen anderen Golem mitnehmen sollen. Einen, der tut, was man sagt, statt selber zu denken. Glaub mir, ich wäre auch lieber zu Hause geblieben. Ich mag nicht mehr an diesen Mast gebunden sein. Ich will zu Mama. Mach dir keine Sorgen, mein Sohn. Alles wird gut. Diese verdammten Fesseln sitzen einfach zu fest. Das Dorf. Staffel 3. Folge 3. Die Route wird berechnet. Der Tag vergeht langsam. Unbarmherzig brennt die Sonne auf die drei Gefangenen herab. Seit die Indianer sie gefangen genommen haben, ist viel Zeit ins Land gegangen. Zu viel Zeit. Primos Versuche, sich zu befreien, sind fruchtlos geblieben. Und mehr als einmal hat er sich bei dem Gedanken erwischt, dass es doch besser gewesen wäre, wenn keiner von ihnen den Absturz des Blechhauses überlebt hätte. Zum Mond reisen. Wie konnte man nur auf so eine Idee kommen? Also wirklich. Wenn sie zurück im Dorf wären, was wohl niemals geschehen würde, musste er sich mit den anderen etwas für Lausius und seinen verwirrten Geist überlegen. Endlich geht die Sonne unter und es wird etwas kühler. Der fahle Mond, der sich im Osten erhebt, ist fast voll. Vor kurzem, oder war es schon vor Stunden, hat einer der Indianer, die Primo gefangen genommen haben, die Fackeln an den Masten entzündet. Wenigstens das. So werden nicht auch noch die Nachtmonster zu einem Problem. Denn auf Asimov können sie nicht zählen. Der findet nur wieder einen Grund, warum er nichts unternehmen kann. Seit einer Ewigkeit steht er etwas abseits und schmollt. Wie konnte ich nur so dumm sein, mich von den Federköpfen gefangen nehmen zu lassen? Tatsächlich, du hattest recht. Wir sind immer noch auf der Erde. Ich sehe den Mond.
Papa, ich hab Hunger. Ich weiß, Nano, ich... Was war das? Primo versucht, sich umzudrehen, doch die Fesseln erlauben das nicht. Er spürt, wie sich jemand an den Seilen zu schaffen macht. Der mit dem Blechmann spricht. Mach keinen Laut. Hä? Endlich passiert mal was. Toll! Psst, Nano! Wer bist du? Ich bin, die immer Unsinn macht. Ich und mein Bruder, der keinen Nachtisch kriegt, sind gekommen, um euch zu befreien. Primos Fesseln fallen von ihm ab. Er dreht sich um und erblickt zu seiner Überraschung einen Jungen und ein Mädchen, beide ungefähr so alt wie Nano. Der Junge krault Paul im Nackenfell. Er scheint ihn zu mögen. Danke, aber warum helft ihr uns? Weil die mit den Geistern spricht, eine gemeine Hexe ist. Und weil wir nicht wollen, dass noch mehr Leute von der dreiköpfigen Schlange gefressen werden. Ihr müsst fliehen. Lauft weg, soweit ihr könnt, ehe die Erwachsenen es merken. Rasch lösen sie die Fesseln von Nano und Lausius. Nun lauft, schnell! Aber was ist mit euch? Kriegt ihr keinen Ärger, wenn eure Medizinfrau feststellt, dass wir befreit wurden? Wir bekommen sowieso immer Ärger. Da kommt es auf einmal mehr oder weniger auch nicht an. Außerdem werden die Erwachsenen erstmal genug damit zu tun haben, den Angriff der dreiköpfigen Schlange abzuwehren. Diese dreiköpfige Schlange, gibt es die wirklich? Natürlich gibt es sie. Sie haust in einer Höhle nicht weit vom Dorf entfernt. Ein schreckliches Monster, das die Köpfe der Menschen, die es verschlungen hat, ausspuckt. Wenn man davon getroffen wird, stirbt man. Mein Papa ist der stärkste Papa der Welt. Er kann dieses Monster kaputt hauen. Psst, Nano! Kann er gar nicht. Wenn mein Papa das nicht kann, kann deiner es erst recht nicht. Außerdem sagt Papa, dass alle Bleichgesichter Feiglinge sind. Sag das nochmal! Was jetzt? Dass dein Papa das Monster nicht kaputt hauen kann? Oder das mit den Feiglingen? Das mit den Feiglingen! Alle Psst, Bleichgesichter Nano. Sind Feiglinge? Psst, Nano! Der keinen Nachtisch kriegt. Stimmt ja gar nicht. Und außerdem kann mein Papa das Monster wohl kaputt hauen. Der hat sogar den bösen Entenmann besiegt. Du bist ja ein blöder Angeber. Bin ich gar nicht. Bist du doch. Ha, ich werde es dir beweisen. Mein Papa wird diese blöde, dreiköpfige Schlange verhauen und dann werden wir ja sehen, wer recht hat. Wenn er das versucht, wird er gefressen. Und du auch. So. Werden wir nicht. Du wirst schon sehen. Ich glaube, wir müssen jetzt los. Wenn ihr so brüllt, ist gleich das halbe Dorf wach. Ja, lasst euch von meinem Bruder nicht aufhalten. Lauft schnell weg. Hier, nehmt das mit. Die immer Unsinn macht, reicht Primo sein Schwert und ein Paket mit etwas Brot, Eiern und gebratenem Rindfleisch. Danke, das werden wir euch nie vergessen. Komm, Nano, Asimov, du auch. Schluss mit dem Geschmolle. Boah. Danke, Kinder. Im Schutz der Dunkelheit huschen sie aus dem Dorf. Vom letzten Holzsteg aus winken sie ihren Rettern noch einmal zu, bevor die beiden in ihren Häusern verschwinden. Der Wolf winselt, als sei er über den Abschied traurig. Die Route nach Hause wird berechnet. Bitte folgen. Primo folgt Asimov ein paar Schritte Richtung Süden, doch dann bleibt er stehen. Was ist denn los? Lausius, Nano und Paul stehen immer noch da und blicken zurück zum Dorf der Federköpfe. Da es keine einköpfigen Schlangen gibt, kann es eigentlich auch keine dreiköpfigen geben. Oh nein. Kommt endlich! Im Interesse der Wissenschaft könnte man die Sache vielleicht mal überprüfen. Genau! Ich habe es geahnt. Mein Papa kann dieses Monster kaputt hauen. Primo zögert. Seine Vernunft sagt ihm, dass es das Beste ist, sich so schnell wie möglich aus dem Staub zu machen und nicht schon wieder neuen Ärger zu riskieren. Doch in seinem Herzen spürt er, dass er die beiden Federkopfkinder, die sie so tapfer befreit haben, nicht im Stich lassen darf. Außerdem ist er ein offizieller Dorfbeschützer. Und auch wenn dies nicht sein eigenes Dorf ist und die Medizinfrau der Federköpfe nicht sehr nett zu ihnen war, hat er das Gefühl, dass es seine Pflicht ist, den Dorfbewohnern zu helfen. Na gut, wir können ja mal nachsehen. Warum können die nicht wenigstens einmal vernünftig sein? Nur ein einziges Mal. Asimov, wo ist diese Höhle, in der angeblich die Schlange lebt? Woher soll ich das wissen? Ich geh mal fragen. Nano, bleib hier! Aber Nano denkt gar nicht daran. Ehe Primo ihn daran hindern kann, läuft er zurück ins Dorf der Federköpfe. Kurz darauf kommt er mit den beiden Kindern zurück. Ihr wollt wirklich die dreiköpfige Schlange besiegen? Quatsch! Die wollen doch bloß angeben. Wenn sie die dreiköpfige Schlange sehen, rennen die Bleichgesichter schreiend weg. Gar nicht! Also, zeigt ihr uns jetzt, wo dieses blöde Monster ist? Na klar, du Angeber!
Sie folgen den beiden Kindern über eine Wiese am Rand der Küste bis zum Eingang einer großen Höhle. Pauls Nackenfell sträubt sich. Da drin ist die dreiköpfige Schlange. Na, das werden wir ja sehen. Sobald ich in der Höhle bin... Stopp, Nano! Du bleibst hier! Das erledigen der Golem und ich. Komm, Asimov. Och Mann! Immer wenn es spannend wird. War ja klar. In diesem Moment jagt ein Trupp Federköpfe aus der Richtung des Dorfs heran und umzingelt die kleine Gruppe. Einer der Reiter richtet seinen Bogen auf Primo. Ihr wagt es, unsere Kinder zu entführen, Bleichgesichter? Dafür werdet ihr alle sterben. Nein, Papa, sie haben uns nicht entführt. Sie wollen die dreiköpfige Schlange töten. Ihr wollt was? Nun ja, eigentlich wollten wir bloß mal gucken. Im Interesse der Wissenschaft. Mein Papa wird die dreiköpfige Schlange verhauen. Das werdet ihr schon sehen. Glaubst du, das stimmt, Topf ohne Deckel? Quatsch, der immer vom Pferd fällt. Alle Bleichgesichter sind Feiglinge. Und außerdem sprechen sie alle mit gespaltener Zunge. Bestimmt haben sie die Kinder entführt. Willst du etwa behaupten, dass mein Sohn, der keinen Nachtisch kriegt, lügt? Nein, der den Apfel trifft, aber... Also, ich finde, wir sollten sie hier und jetzt töten. Das macht man schließlich so mit Bleichgesichtern, das weiß doch jeder. Aber dann können wir sie nicht mehr der dreiköpfigen Schlange opfern, dem die Büffel davonlaufen. Wir sollten sie fesseln und zurück ins Dorf bringen. Lassen wir sie doch jetzt gleich in die Höhle gehen. Dann kann die dreiköpfige Schlange sie auffressen und fertig. Aber es ist noch nicht Vollmond. Man darf der dreiköpfigen Schlange nur bei Vollmond Opfer bringen. Das hat die mit den Geistern spricht gesagt. Der immer vom Pferd fällt, hat recht. Wir müssen die Medizinfrau fragen. Sie soll ein Palaver mit den Geistern abhalten. Dann können wir entscheiden. Sag ich doch, wir bringen sie zurück ins Dorf. Quatsch, wir holen sie her. Sie sind doch schon hier. Na, nicht die Bleichgesichter. Die Medizinfrau, Topf ohne Deckel. Ach so. Na gut, der in jede Falle tappt. Ich gehe sie holen. Topf ohne Deckel reitet los in Richtung Dorf. Primo allerdings hat keine Lust darauf zu warten, was diese fiese Hexe entscheidet. Komm, Asimov. Es ist besser, wir stellen uns diese Monster jetzt gleich, solange ich noch eine Waffe habe. Er klettert die Felsen hinab in Richtung des Höhleneingangs. Paul! Beifuß! Ade, du schöne Welt. Dann machen die drei sich auf den Weg. Hey, wartet auf mich! Du bleibst besser oben bei Nano. Das hier könnte gefährlich werden. Aber ich muss der Legende von der dreiköpfigen Schlange auf den Grund gehen. Im Interesse der Wissenschaft. Deine Wissenschaft hat uns erst in diese Lage gebracht. Ohne deine Mondflugmaschine wären wir niemals hier gelandet. Ja, eben. Wir sind bereits zum Mond geflogen, jedenfalls beinahe. Stell dir bloß vor, was die Wissenschaft noch alles hervorbringen könnte. Ich hätte da eine Menge Ideen, kleine Kästchen, mit denen man über lange Entfernungen sprechen kann. Ein unsichtbares Netz, das... Ach Mann, es hat keinen Sinn, mit dem Alten über seine verrückten Ideen zu diskutieren. Als die Gruppe weitergeht, erklingt aus der Tiefe der Höhle ein schauriges Geräusch. Was ist das denn? Das klingt aber nicht gut. Sollen wir lieber umkehren? Nein, im Dienst der Wissenschaft müssen manchmal Opfer gebracht werden. Wir gehen weiter. Und wer ist mal wieder das Opfer? Ich natürlich. Wartet mal. Primo leuchtet den Höhlengang mit der Fackel aus. Zum Glück ist er hoch und breit genug für den Golem. Die Gruppe folgt dem Hauptgang, aus dem das Zischen kam, und kommt in eine große Höhle. Der Anblick des Wesens, das darin über dem Boden schwebt, lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Was ist das denn? Es hat einen länglichen Körper, der dem eines der dunklen Skelette aus der Nether-Festung ähnelt. Jedoch hat es keine Arme und Beine. Dafür aber drei Köpfe, die sich nun Primo zuwenden. Auweia, das Vieh ist aber hässlich. Tatsächlich eine dreiköpfige Schlange. Wer hätte das gedacht? Im selben Augenblick fliegt ein blau leuchtender Schädel auf ihn zu. Dies ist ein großer Moment für die Wissenschaft. Lausius wird durch die Luft geschleudert
und bleibt ein paar Schritte entfernt reglos liegen. Lausius! Ohne zu zögern stürzt sich Primo mit gezogenem Schwert auf das Monster. Die drei Köpfe drehen sich in seine Richtung und grinsen ihn an. Dann lassen sie eine Salve von Schädeln auf ihn los. Doch Primo duckt sich und kann den Geschossen knapp ausweichen, die hinter ihm auf die Wand treffen. Inzwischen haben sich Asimov und Paul von hinten an das Monster gepirscht. Der Golem drischt mit beiden Metallarmen auf es ein. Doch das Ungeheuer scheint kaum Schaden davon zu tragen. Es richtet zwei seiner Köpfe auf den Golem und den Wolf und beschießt diese mit Schädeln, während der dritte Primo unter Feuer nimmt. Paul wird von einem Schädel getroffen und sucht mit eingeklemmtem Schwanz das Weite. Asimov versucht mit seinen Armen die Schädel abzuwehren und gleichzeitig selbst Schläge auszuteilen, doch das gelingt ihm nicht immer. Er wird mehrfach getroffen. Dann bleibt er plötzlich reglos stehen. Die Köpfe des Ungeheuers wenden sich Primo zu. Alle drei schießen gleichzeitig Totenschädel auf ihn ab. Zweien davon kann er knapp ausweichen, doch der dritte trifft ihn an der Brust. Obwohl die Diamantrüstung einen Teil der Wucht abfängt, wird Primo zu Boden geschleudert. Schwarze Flecken tanzen vor seinen Augen und ihm wird übel. Eine tiefe Müdigkeit befällt ihn. Es ist, als sauge etwas alle Energie aus seinem Körper. Er will sich aufrappeln, um weiter gegen das Ungeheuer zu kämpfen, doch er hat einfach nicht die Kraft dazu. Primo blickt in die grinsenden Gesichter der drei Totenköpfe und macht sich darauf gefasst, dass ihm das Monster mit einer weiteren Attacke den Garaus macht. Plötzlich zischen mehrere Pfeile aus dem Höhlengang heran. Die Federköpfe. Die dreiköpfige Schlange wendet sich von Primo ab und den neuen Feinden zu, die jetzt in der Höhle auftauchen. Rasch umzingeln sie das Monster und schießen von allen Seiten Pfeile darauf ab, während sie geschickt den Schädelgeschossen ausweichen. Paul schnappt währenddessen nach dem Unterteil des Ungeheuers. Ich bin gleich da und helfe euch. Oh, wenn mir nur nicht so schwindelig wäre. Und meine Beine sind bleichschwer. Primo versucht, auf die Beine zu kommen. Da kullert der goldene Apfel, den er in der Lore gefunden hat, aus seiner Robe. So ein Apfel hat doch damals auch Kolle geheilt, als er zum Nachtwandler wurde. Vielleicht hilft er ja auch gegen meinen Schwächeanfall. Er beißt in den Apfel und fühlt sich kurz darauf tatsächlich besser, sodass er sich aufrappeln und sich erneut in den Kampf stürzen kann. Ja. Das ist auch bitter nötig. Denn das Monster ist auf einmal von einem hellen Schein umgeben, an dem die Pfeile der Federköpfe wirkungslos abprallen. Doch als sie sehen, dass Primos Schwerthiebe ihm weiterhin Schaden zufügen, stecken sie ihre Bögen weg und attackieren es mit Äxten. Die dreiköpfige Schlange wehrt sich verbissen, doch gegen die vereinte Kraft der Federköpfe, die von allen Seiten auf sie eindringen und dabei von Paul und Primo unterstützt werden, hat sie keine Chance. Schließlich zerplatzt sie. Schwebte, fällt ein seltsames, sternförmiges Objekt zu Boden, das Primo einpackt. Er steckt sein Schwert weg, dann läuft er zu Lausius und rüttelt ihn an der Schulter. Lausius! Lausius, wach auf! Was? Sind wir schon auf dem Mond? Nein, aber wir haben die dreiköpfige Schlange besiegt! Was? Wieso denn? Ach, müsst ihr immer gleich alles kaputt machen. Wie soll ich sie denn jetzt erforschen? Ach, wir finden bestimmt noch eine andere. Was ist hier geschehen? Wo ist die dreiköpfige Schlange? Niemand hat bemerkt, wie die mit Geistern spricht, in die Höhle gekommen ist. Oh, hallo. Nun ja, die ist sozusagen weg.
Wie? Weg? Wir haben sie in einem großen Kampf besiegt. Das Bleichgesicht hat angefangen. Der in jede Falle tappt, zeigt auf Primo. Wir waren draußen und haben gehört, wie ihr gegen das Ungeheuer kämpft. Und da haben wir gedacht, es kann ja nicht sein, dass so ein Bleichgesicht mutiger ist als wir. Also sind wir hergekommen und haben ihm geholfen. Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Wem sollen wir denn jetzt unsere Gefangenen opfern? Also, ich finde ja, diese Sache mit den Menschenopfern, die wird echt überbewertet. Topf ohne Deckel hat recht. Wir müssen doch nicht immer gleich alle umbringen, die unser Dorf besuchen. Wir könnten ihnen stattdessen vielleicht die Fische verkaufen, die ich gefangen habe. Quatsch! Wer will denn schon deine Fische? Ich bin sicher, die, die unser Dorf besuchen, würden viel lieber meine gebratenen Hühnchen kaufen. Hört auf mit diesem Unsinn! Bleichgesichter werden gefangen und geopfert. Das war schon immer so. Wenn wir sie nicht opfern können, dann töten wir sie eben sofort. Los, massakriert das Bleichgesicht! Aber... Als hätte er jedes Wort verstanden, stellt sich Paul vor Primo. Können wir das nicht später erledigen? Vielleicht töten wir ihn einfach beim nächsten Mal, wenn er wieder ins Dorf kommt. Ich wollte eigentlich gerade los. Ihr Feiglinge! Muss man denn alles selber machen? Die mit den Geistern spricht, holt eine Glasflasche aus ihrem Umhang und wirft sie Primo an den Kopf. Nein, das darfst du nicht tun! Aber auch Nano, der in diesem Moment mit den beiden Federkopfkindern in die Höhle kommt, kann die Hexe nicht aufhalten. Eine stinkende, grünliche Flüssigkeit ergießt sich über Primo. Übelkeiterregende Dämpfe steigen davon auf. Doch ansonsten scheint das Gebräu harmlos zu sein. Komisch. Ich merke gar nichts. Naja, vielleicht ist diese Hexe doch gar nicht so gut. Oder... Was? Wie? Liegt es an dem goldenen Apfel? Wieso? Wie kannst du meinem Gifttrank widerstehen? Lass uns gehen, Hexe! Wir wollen nur in Frieden in unsere Heimat zurückkehren. Doch die Medizinfrau holt bereits einen weiteren Gifttrank hervor. Niemals! Alle Bleichgesichter müssen sterben! Das lasse ich nicht zu! Die immer Unsinn macht, packt den Arm der Hexe. Der mit dem Blechmann spricht, hat unser Dorf vor der dreiköpfigen Schlange gerettet. Bleichgesicht oder nicht, er ist mutiger und tapferer als du. Du wagst es nicht anzugreifen? Dafür wirst du ebenfalls sterben. Sie stößt das Mädchen zur Seite und hebt den Glaskolben mit dem Gift, um ihn ihr an den Kopf zu werfen. Jetzt reicht es aber! Gib's hier, Papa! Doch es ist nicht Primo, der die Hexe aufhält. Bevor er etwas unternehmen kann, schlägt der keinen Nachtischkrieg der Hexe den Kolben aus der Hand. Lass meine Schwester in Ruhe! Dieser zerplatzt an dem großen Hexenhut und ergießt sich über ihr Gesicht und ihre Robe. Ich sterbe! Rettet mich! Gebt mir Milch zu trinken! Schnell! Aber die Federköpfe machen keine Anstalten, ihr zu Hilfe zu eilen. Sie stehen nur da und starren sie mit reglosen Gesichtern an. Die mit den Geistern spricht, wollte meine Tochter töten. Sie ist nicht mehr meine Medizinfrau. Der den Apfel trifft, hat recht. Sowas geht gar nicht. Ihr hat ihrer Medizin sowieso noch nie geholfen. Und obendrein schmeckt sie scheußlich. Verschwinde von hier, du Hexer! Und lass dich nie wieder in unser Dorf blicken! Das Gesicht der Medizinfrau ist ganz grün. Ob vor Wut oder wegen des Giftes, lässt sich nicht sagen. Das werdet ihr noch bereuen. Die Rache der Geister wird über euch kommen, wenn ich nicht mehr da bin. Ich verfluche euch. Ich verfluche euch alle. Und euer dämliches Dorf. Ich will euch allen Ohne ein weiteres Wort verlässt die Hexe röchelnd die Höhle. Zurück im Dorf beginnt ein großes Freudenfest, bei dem die Federköpfe um das Feuer tanzen und ihre Äxte und Bögen durch die Luft schwingen. Primo weiß nicht genau, ob sie sich mehr über das Ende der dreiköpfigen Schlange freuen oder darüber, dass die böse Medizinfrau nicht mehr da ist. Schließlich endet der Tanz und der neu ernannte Häuptling der Krähenfüße, der den Apfel trifft, kommt auf Primo zu. Bleichgesicht, du hast unser Dorf heute von einem Fluch befreit, der uns seit vielen Jahren heimgesucht hat. Dafür danken wir dir von Herzen.
Dieser Tag wird in unsere Legenden eingehen und du wirst immer ein Teil davon sein. Du hast bewiesen, dass du ein mindestens ebenso tapferer Krieger bist wie jeder von uns. Deshalb nehmen wir dich und deine Freunde hiermit in den Stamm der Krähenfüße auf. Wann immer ihr unsere Hilfe oder Gastfreundschaft braucht, ihr seid uns willkommen wie unsere Brüder. Wir verneigen uns vor dir, der die dreiköpfige Schlange besiegt. Hau, ich habe gesprochen. Hau! Die Federköpfe verbeugen sich alle gleichzeitig vor Primo. Ich danke euch für diese große Ehre. Ich werde immer mit Stolz ein Hasenfuß sein. Die Federköpfe sehen ihn irritiert an. Ein Hasenfuß? Nano stupst seinen Vater in die Seite. Krähenfuß, Papa. Krähenfuß meinte ich natürlich. Hau, ich habe auch gesprochen. Hau! Nun ist es an der Zeit, in unsere Heimat aufzubrechen. Seht, über dem Meer geht bereits die Sonne auf. Wir werden euch zum Dorf der Kuhhirten begleiten. Das ist sehr nett von euch, aber das ist nicht unser Heimatdorf. Woher kommt ihr denn dann? Aus einem Dorf am Rand einer tiefen Schlucht. Ich glaube, es ist irgendwo südlich von hier. Wir sind durch den Himmel hierher geflogen. Deswegen kennen wir den Weg über Land gar nicht. Die Federköpfe sehen sich an. Einer tippt sich an die Stirn. Primo blickt zu Asimov rüber, der reglos wie eine Statue auf der Wiese steht. Genau dort, wo die Federköpfe ihn bei ihrer Rückkehr vom Pferd geladen haben. Unser Golem kennt den Weg, aber er scheint nicht mehr zu funktionieren. Ich könnte versuchen, ihn zu reparieren, aber dazu bräuchte ich Werkzeug und das ist zu Hause im Dorf. Das Dorf der Kuhhirten liegt ebenfalls im Süden. Vielleicht kennen Sie dort den Weg zu eurem Dorf. Außerdem gibt es da einen Schmied, der euch möglicherweise helfen kann, den Golem zu reparieren. Aber Papa, die Bleichgesichter im Dorf der Kuhhirten sind doch alle böse. Was, wenn sie unseren Freunden etwas antun? Sie sind doch selber Bleichgesichter, so wie die Kuhhirten. Ihnen wird schon nichts geschehen. Ich will aber kein Bleichgesicht sein. Ich will ein Krähenfuß sein, so wie der keinen Nachtisch kriegt. Bleichgesicht oder Krähenfuß, wir sind alle Dorfbewohner. Wir werden schon mit diesen Kuhhirten zurechtkommen. Dann ist es beschlossene Sache. Wir werden euch zum Dorf der Kuhhirten begleiten. Also packen sie rasch etwas Proviant zusammen und brechen auf. Sie folgen der Meeresküste Richtung Süden, durchqueren einen Wald und erreichen einen breiten Fluss. Diesen mit Asimov zu überqueren ist nicht einfach, doch die Federköpfe erweisen sich als geschickte Handwerker. Rasch fällen sie zwei Bäume und bauen daraus zwei Boote, die sie miteinander vertreuen. Sie legen den Golem darauf und ziehen die Boote mit Seilen auf die andere Seite. Dort setzen sie den Weg durch bewaldetes Gebiet fort. Gegen Abend erreichen sie eine hohe Felswand, die einen schattigen Überhang formt. Ein dünner Lavafall stürzt daneben herab. Zwei Nachtwandler haben sich vor der für sie tödlichen Sonne in den Schatten geflüchtet, doch die Federköpfe vertreiben sie mit ein paar Bogenschüssen. Das Dorf der Kuhhirten ist nicht mehr weit. Doch heute wollen wir an diesem heiligen Ort übernachten. Wir nennen ihn das Tor der Ahnen. Unseren Legenden zufolge treten hier die Toten in die ewigen Jagdgründe ein, indem sie durch den Stein gehen. Doch manchmal schickt der große Geist diejenigen, die sich im Leben als schwach und feige erwiesen haben, wieder zurück und verdammt sie dazu, in der Nacht herumzuirren. Es heißt, wenn man diese verirrten Geister im Kampf besiegt, erlöst man sie von ihrem Schicksal und sie können ein zweites Mal durch das Tor treten, diesmal für immer. Oh, das ist eine schöne Vorstellung. Eure Legende gefällt mir. Ich habe ein Bärenhunger. So ein Hunger. Ja, wird Zeit, dass ich was gegeben kriege. Während die Federköpfe ein Feuer entzünden und etwas Rindfleisch braten, starrt Lausius den Mond an, der voll am Himmel steht. Ach, schade. Freust du dich denn gar nicht darauf, wieder nach Hause zu kommen? Ja, doch schon. Aber diese Lauferei den ganzen Tag, die nervt. Man müsste einen Apparat erfinden, in den man einfach einsteigt und der einen dann transportiert, wohin man will. Du meinst, wie eine Lore? Ja, so ähnlich, nur ohne Schienen. Lausius runzelt die Stirn. Dann holt er ein Blatt Papier hervor und kritzelt darauf herum. Wenn man... Nein, das wäre zu schwer.
Aber Primo wirft einen Blick zu Nano, der mit den beiden Federkopfkindern am Feuer sitzt und sich angeregt mit ihnen unterhält. Die anfängliche Abneigung zwischen den beiden Jungen scheint sich in echte Freundschaft verwandelt zu haben. Ein kleiner Stich geht durch Primos Herz. Wie groß Nano schon geworden ist. Bald wird er sich für einen Beruf entscheiden müssen. Dabei ist es doch noch gar nicht lange her, dass Primo selbst einen Beruf ergriffen und Golina geheiratet hat. Die Zeit vergeht einfach zu schnell. Die Nacht verläuft ruhig, als würden tatsächlich die Geister der Ahnen ihre schützende Hand über die Federköpfe und ihre neuen Freunde halten. Früh am nächsten Morgen brechen sie auf. Es dauert nicht lange, da erreichen sie eine Wiese mit einer tiefen Schlucht. Ein Dorfbewohner auf einem Pferd, der eine Herde Kühe bewacht, entdeckt sie als erster. Alarm! Rothäute! Die Rothäute greifen an! Rothäute! Hilfe! Rette sich weg! Was machen wir nur? Rothäute? Was für Rothäute? Ich glaube, der meint uns. Aber eure Haut ist doch gar nicht rot. Und selbst wenn sie es wäre, was würde das für einen Unterschied machen? Manche Menschen haben Angst vor dem, was anders ist. Diese Angst führt zu Vorurteilen und Konflikten. Ihr habt es ja selbst erlebt. Wir haben euch wie Feinde behandelt, obwohl ihr nur friedliche Reisende wart, die uns nichts Böses wollten. Am besten, ihr geht ab jetzt allein weiter. Wir wollen keinen Ärger mit den Kuhhirten riskieren. Die beiden Pferde, die euren Golem transportieren, schenken wir euch. Ebenso wie die übrigen Vorräte. Ich wünsche dir eine gute Reise, mein Bruder. Danke und vielen Dank auch für eure Hilfe. Häuptling, der den Apfel trifft, und Primo umarmen sich herzlich. Dürfen die immer Unsinn macht und der keinen Nachtisch kriegt, mit uns kommen? Bitte, 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 Papa. Ich fürchte, das geht leider nicht. Dann bleibe ich bei Ihnen und werde auch ein Krähenfuß. Freust du dich denn gar nicht darauf, Mama wiederzusehen? Doch, schon. Aber ich will auch nicht weg von meinen Freunden. Vielleicht besuchen wir sie ja mal. Au ja! Lausius baut eine neue Mondflugmaschine und krachbumm fliegen wir zu ihnen. Auf Wiedersehen! Tschüss. Auf Wiedersehen! Vergiss uns nicht. Nach diesem traurigen Abschied ziehen sich die Federköpfe in den Wald zurück. Inzwischen hat sich eine Gruppe von Dorfbewohnern auf der Wiese versammelt. Sie alle tragen seltsame Kopfbedeckungen, die aussehen wie Lederhelme, jedoch ringsherum breite Krempen haben. Einer der Dorfbewohner mit der Schürze eines Schmieds tritt vor. Howdy, Fremde. Was wollt ihr hier? Hau dich auch. Wir sind auf dem Weg zu unserem Heimatdorf. Es liegt an einer Schlucht, so ähnlich wie eures. Es muss irgendwo im Süden sein. Ihr kennt nicht zufällig den Weg dorthin? Verschwindet! Mit Rothäuten wollen wir hier nichts zu tun haben. Wir sind Krähenfüße, aber meine Haut ist genauso rosa wie deine. Und selbst wenn sie es nicht wäre, welche Rolle spielt das, welche Farbe die Haut hat? Mein bester Freund ist manchmal eine Grünhaut. Außerdem wollen wir gar nicht bleiben, wir suchen bloß den Weg zurück zu unserem Heimatdorf. Ja, wir sind nämlich mit einer Mondflugmaschine durch den Himmel hierher geflogen. Und unser sprechender Golem ist beim Kampf mit einer dreiköpfigen Schlange von einem explodierenden Schädel getroffen worden. Deshalb kann er uns den Weg zurück nicht zeigen. Die Dorfbewohner sehen sich irritiert an. Die sind ja völlig blamplam. Nein, es sind Krähenfüße. Haben Sie doch selbst gesagt. Sie sind zusammen mit den Rothäuten hergekommen. Wir können ihnen nicht trauen. Am besten, wir werfen sie einfach in die Schlucht, bevor sie Ärger machen. Aber vielleicht wollen sie meine Fische kaufen. Fische? Wer will schon deine Fische? Wenn überhaupt, dann kaufen die meine gebratenen Hühnchen. Hey, Fremde, ich habe hier leckeren, frischen Fisch. Ich verkaufe euch einen für nur 3 Smaragde. Hört nicht auf Aldi. Meine gebratenen Hühnchen schmecken viel besser. Und außerdem sind sie billiger. Jedes kostet nur 2 Goldstücke. Schnack doch kein Unsinn, Lidl. Übrigens, liebe Krähenfüße, meine Fische sind heute im Angebot. Nur 1 Smaragd pro Stück. Ha, meine Hühnchen sind auch im Angebot. 2 Stück für 1 Smaragd. Ha, das ist doch gar nichts. Ich gebe euch 5 Fische für 1 Smaragd. 10! 10 Hühnchen für 1 Smaragd. Woher kenne ich diese Diskussion bloß? Tut mir leid, aber wir haben gar keine Smaragde. Ach, schade. Aber habt ihr denn wenigstens Gold dabei? Oder vielleicht Diamanten? Nein, tut mir leid. Was wollt ihr dann hier?
Seid ihr etwa gekommen, um uns auszurauben? Meine Fische kriegt ihr nicht! Ja. Verschwindet von hier! Verschwindet, wenn ihr nicht bezahlen könnt! Oder ihr werdet dafür bezahlen! Schon gut, wir gehen ja schon. Kommt, Nan und Lausius. Paul, bei Fuß! Sie wollen gerade gehen. Doch plötzlich sträubt sich Pauls Nackenfell. Im nächsten Moment galoppiert eine Gruppe von Reitern heran. Zuerst glaubt Primo, dass es sich um die Federköpfe handelt, die zurückgekommen sind, um ihnen beizustehen. Doch dann sieht er, dass die Reiter genauso merkwürdige Lederhelme tragen wie die Kuhhirten. Die Dorfbewohner erbleichen beim Anblick der Reiter. Oh nein! Das ist der kleine Billy mit seiner Bande! Rette sich, wer kann! Hastig verschwinden die Dorfbewohner in ihren Häusern, während die Reiter auf Primo, Nano, Lausius, Paul und Asimov zugaloppieren. Sechs Reiter umzingeln die Reisenden aus dem Schluchtdorf mit gespannten Bogen. Sieh mal an, wen haben wir denn da? Primo stellt überrascht fest, dass der Typ, der Anführer zu sein scheint, nicht größer ist als Nano. Ich bin Primo. Das da sind Lausius, mein Sohn Nano und unser Wolf Paul. Das da auf dem Pferd ist unser Golem Asimov. Wir sind auf dem Weg zu unserem Heimatdorf im Süden. Könnt ihr vielleicht sagen, wie wir dorthin kommen? So, so. Ihr wollt zum südlichen Dorf? Klar wissen wir, wo das liegt. Wir begleiten euch sogar dorthin. Immerhin ist es ein langer, gefährlicher Weg. Es heißt, es gibt dort sogar Banditen, die ahnungslose Reisende überfallen und ausplündern. Aber so eine Reiseschutzversicherung kostet natürlich ein bisschen was. Ihr habt doch sicher etwas Gold dabei. Nein. Smaragde? Diamanten? Leider nicht. Na gut, dann nehme ich deine Diamantrüstung, Primel. Ich heiße Primo. Und dein unverschämter Tonfall gefällt mir gar nicht. Entschuldige, Fimo. Und jetzt her mit der Knete. Mit der Rüstung meine ich natürlich. Die Pferde nehmen wir auch mit. Diesen Blechhaufen da brauchen wir nicht. Ihr könnt ihn in die Schlucht werfen. Du bist ziemlich frech für dein Alter. Ein Kind sollte sich gegenüber Erwachsenen respektvoll benehmen. Das hat aber besser nicht ganz schlechte sollen. Idee. Sehr selbst schuld. Was hast du da gesagt? Ich sagte, du seist frech für dein Alter und ein Kind sollte sich gegenüber Erwachsenen respektvoll benehmen. Habt ihr das auch gehört, Jungs? Hat er mich gerade Kind genannt? Vielleicht. Billy, bestimmt hat er es nicht so gemeint. Er kann ja nicht wissen, dass du... Dass ich was? Klein bist. Ich bin nicht klein! Und ich bin kein Kind! Nee, du bist ein blöder Doofmann. Knallt sie ab! Spickt sie mit Pfeilen und dann hängt sie da hinten an dem Baum auf. Jeder soll sehen, was mit denen passiert, die mich, Billy, König der Banditen, ein Kind nennen. Die Reiter spannen ihre Bogen und lassen eine Salve von Pfeilen auf sie los. Geht in Deckung! Zwei davon bleiben in Primus' Rüstung stecken. Einer verfehlt Nano, der sich rechtzeitig zu Boden wirft, nur knapp. Lausius jedoch kann nicht schnell genug ausweichen und wird an der Schulter getroffen. Out! Paul springt das Pferd an, auf dem der fiese Billy sitzt, während Primo sein Schwert zieht und sich ebenfalls auf den Anführer der Banditen stürzt. Du wagst es, meinen Sohn anzugreifen? Dir werde ich es. Papa, Hilfe! Lass die Waffe fallen, oder wir töten deinen Sohn und den alten Mann. Ja? Was? Primo fährt herum und sieht zu seinem Entsetzen, dass die beiden Banditen von ihren Pferden gesprungen sind und Nano und Lausius ihre Schwerter an die Kehlen halten. Er lässt die Waffe sinken. Fesselt sie und bindet sie an den Baum dort. Dann machen wir ein paar Bogenschießübungen. Zuerst auf den Jungen. Papa! Du hast ja keine Ahnung, mit wem du dich hier anlegst. Primo will sich erneut mit dem Schwert auf den Anführer stürzen. Doch zwei der anderen Banditen packen ihn von hinten und reißen ihm die Waffe aus der Hand. Hey! Na, bereust du es jetzt, dass du mich Kind genannt hast? Ja, denn damit habe ich alle Kinder beleidigt. Du bist bloß ein gemeiner Kerl, der seine Wut darüber, dass er zu klein geraten ist, an anderen rauslässt. Ich bin nicht klein!
Jetzt bindet sie endlich an den Baum, sonst... In diesem Moment bleibt ein Pfeil in seinem Lederhelm stecken. Rothäute! Nicht mehr! Schnell weg hier! Aus dem Wald galoppieren die Krähenfüße heran und nehmen die Banditen unter Beschuss, die Primo, Nano und Lausius loslassen und wieder auf ihre Pferde springen. Primo stürzt auf Billy zu und zerrt ihn vom Pferd. Aber die anderen Banditen sind vollauf damit beschäftigt, den Pfeilen der Krähenfüße auszuweichen und zurückzuschießen. Primo verpasst dem Banditenanführer eine kräftige Ohrfeige. Doch dieser hat plötzlich ein Schwert in der Hand. Das wirst du mir büßen. Ich werde dich... Nichts wirst du. Schlaf schön. Primo traut seinen Augen nicht. Der Schmied aus dem Dorf der Kuhhirten hat Billy mit seinem Hammer bewusstlos geschlagen. Wir geben uns! Hey, nicht so groß! Hey, tu mir nichts! Aua! Ach, ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Ihr wart unsere Rettung. Vielen Dank. Ohne euch wären wir aufgeschmissen gewesen. Oh, danke. Keine Ursache. Danke euch. Danke, danke. Unseren Stammesmitgliedern helfen wir doch gerne. Auch die anderen Dorfbewohner haben sich mit Äxten, Spitzhacken, Haken und einer Angel bewaffnet ins Kampfgetümmel gestürzt. Als die übrigen Banditen sehen, dass sie in der Unterzahl sind und ihr Anführer überwältigt wurde, werfen sie ihre Waffen weg. Nun sind sie es, die mit Stricken aus Spinnenseide gefesselt und von den Dorfbewohnern in ein Haus mit vergitterten Fenstern gesperrt werden. Im Namen aller Dorfbewohner danke ich euch, Krähenfüße. Ihr habt einen gefährlichen Banditen unschädlich gemacht, der schon seit langem die Gegend unsicher macht. Er hält ein Blatt Papier hoch, auf das ein Kopf mit einem Lederhelm mit Krempe gemalt ist. Darunter steht: Gesucht, der kleine Billy. Belohnung: 5 Goldbarren. Ihr habt euch das Kopfgeld, das auf diesen Gauner und seine Bande ausgesetzt war, redlich verdient. Der Schmied überreicht Primo die 5 Goldbarren. Dann habt ihr ja jetzt Geld. Und könnt meinen leckeren Fisch kaufen. Sorgen wir 5 Goldbarren pro Stück? Ein leckeres Hühnchen gibt's aber schon ab 4 Goldbarren. Diese Belohnung haben wir nicht verdient, sondern unsere Freunde vom Stamm der Krähenfüße. Primo reicht das Gold an, der den Apfel trifft, weiter. Hau! Vielleicht seht ihr ja jetzt ein, dass es besser ist, in Frieden zusammenzuleben und sich gemeinsam gegen Gefahren zu verteidigen, statt ständig Streit und Misstrauen zu schüren. Hau! Er hat klug gesprochen. Mhm. So ist es. Richtig! Das Bleichgesicht spricht weise Worte. Mein Papa ist kein Bleichgesicht. Er ist ein Krähenfuß, genau wie ich. Du hast recht, Fremder. Es war dumm von uns, so misstrauisch gegenüber den Rot... Ich meine, den Krähenfüßen zu sein. Von nun an sind sie in unserem Dorf jederzeit... Herzlich willkommen! Ja! Ja! Sagt mal, ihr Rot, ich meine Krähenfüße, mögt ihr eigentlich Fisch? Halt endlich die Klappe, Aldi! Diese ständige Werbung geht mir auf die Nerven! Genau! Fischwerbung sollte verboten werden! Danke, Stamm der Krähenfüße, dass ihr uns gerettet habt. Aber wieso seid ihr eigentlich noch einmal zurückgekehrt? Wir waren schon wieder auf dem Weg zu unserem Dorf. Da hat die immer Unsinn macht. In der Ferne Reiter gesehen, die von einem Jungen angeführt wurden. Wir hatten schon von diesen Banditen gehört. Und da sie in eure Richtung ritten, haben wir gedacht, ihr braucht vielleicht Hilfe. Billy, der Anführer, ist kein Kind. Er ist bloß ein bisschen klein geraten. Ich bin nicht klein! Wehe euch, wenn ich hier rauskomme, dann werde ich... Hör auf, hier so rumzubrüllen, sonst verpasse ich dir eine. Wie sprichst du denn mit mir? Ich bin immer noch euer Anführer. Jetzt nicht mehr, du Giftzwerg. Was hast du dir so gedacht? Verrat! Meuterei! Ich werde euch... Hey! Lass mich los! Nachdem die Federköpfe fortgeritten sind, wird der verletzte Lausius in das Dorfgasthaus gebracht, wo ihn eine Frau behandelt. Sie gießt etwas Flüssigkeit aus einem Glaskolben auf die Wunde. Au, das tut weh! Heiltränke muss man trinken, statt sie über die Verletzung zu gießen. Das ist kein Heiltrank.
Es ist ein ekelhaftes Gebräu, das in der Kehle brennt wie Feuer, weshalb man es auch Feuerwasser nennt. Whisky, der Besitzer dieses Gasthauses, hat es erfunden. Gib mal her. Lausius nimmt der Frau den Glaskolben aus der Hand. Er setzt ihn an den Mund und trinkt ihn in einem Zug aus. Ach, du hast recht, das brennt wirklich in der Kehle. Aber es schmeckt gut. Und es ist doch ein Heiltrank, ne? Denn ich spüre den Schmerz gar nicht mehr. Ah, im Gegenteil, ich fühle mich so gut. So leicht. So leicht wie ein Golem im Weltraum. Mir wird ja ganz schwindelig. Damit kippt er von der Bank, auf der er gesessen hat, und fällt auf den Boden, wo er laut schnarchend reglos liegen bleibt. Ist das ein Schlaftrunk? Nein, eigentlich nicht. Aber wenn man zu viel davon trinkt, wird man zuerst dumm, dann wird einem schlecht, schließlich wird man sehr müde und am nächsten Morgen hat man starke Kopfschmerzen. Das kenne ich von den Zaubertränken, die unsere Heilerin immer für uns braut. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Aber ich bin eigentlich keine Heilerin, sondern Tischlerin. Ich heiße Ikea. An eine Fortsetzung ihrer Reise ist nicht zu denken, solange Lausius tief und fest schläft. Vielleicht sollten wir über Nacht hierbleiben. Kein Problem. In der Kammer nebenan habe ich ein paar Betten. Die könnt ihr haben, wenn ihr wollt. Eigentlich kostet es einen Goldbarren pro Nacht. Aber ihr könnt dort kostenlos schlafen, als Dank dafür, dass ihr den kleinen Billy verhaftet habt. Der hat hier schon dreimal eine Wirtshausschlägerei angefangen und dabei die Möbel zertrümmert, die Ikea für mich angefertigt hat. Ich bin nicht klein. Danke, Whisky. Das ist wirklich sehr großzügig von dir. Gemeinsam legen sie Lausius auf eines der Betten. Von der weiten Reise und dem Kampf mit den Banditen erschöpft, gehen auch Primo und Nano früh ins Bett. Paul, der Wolf, streckt sich vor Nanos Bett auf dem Boden aus und bewacht ihren Schlaf. Am nächsten Morgen wird Primo von einem Stöhnen geweckt. Oh, mein Kopf. Oh, mein armer Kopf. Wieso ist mein Kopf denn plötzlich doppelt so groß? Primo schlägt die Augen auf. Der Kopf des Alten sieht aus wie immer. Du hast gestern ein bisschen zu viel von dem Feuerwasser getrunken, glaube ich. Nie wieder trinke ich dieses Zeug. Das ist ja noch schlimmer als Runas Zaubertränke. Mein Schädel fühlt sich an, als würde er gleich explodieren. Meinst du, du kannst laufen? Das weiß ich nicht. Los, wir probieren es aus! Lausius steht vorsichtig auf und macht ein paar wackelige Schritte, wobei er sich beide Hände an den Kopf hält. Oh, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich wieder hinlegen. Damit fällt er auf das Bett und schläft sofort wieder tief und fest ein. Nachdem Primo und Nano im Gasthaus gefrühstückt haben, gehen sie zum Dorfschmied. Howdy. Schön, euch zu sehen. Benötigt ihr vielleicht eine Axt oder eine Hacke für die Feldarbeit? Nein, danke. Aber unser Golem ist kaputt. Kannst du uns helfen, ihn zu reparieren? Ich habe mal gehört, dass Schläge auf den Kopf einen Golem wieder in Gang bringen können. Wenn du willst, versuche ich es mal. Ja, das wäre gut. Sie gehen zu dem Golem, der reglos neben dem Wirtshaus steht. Der Schmied holt mit seinem Hammer aus und lässt ihn gegen Asimovs Kopf krachen. Nichts passiert. Die Augen des Golems bleiben dunkel und er rührt sich nicht. Nur Lausius kommt auf einmal aus dem Wirtshaus. Ach, müsst ihr denn so einen Krach machen? Ich habe Kopfschmerzen. Dagegen weiß ich was. Aua! Spinnst du? Lausius hüpft auf der Stelle herum und hält sich das Bein. Du kannst mich doch nicht mit dem Hammer schlagen. Spürst du deine Kopfschmerzen, ne? Nein, mein Bein tut jetzt viel mehr weh. Na also. Wir haben versucht, Asimov zu reparieren, Lausius.
Wir haben ihm auf den Kopf gehauen, aber es hat nicht funktioniert. Ach, der Schlag war wohl nicht stark genug. Habt ihr zufällig ein paar Blöcke TNT hier? TNT? Klar. Ich habe noch ein paar aus der Zeit, als wir in der Mine im Roten Land nach Gold gesucht haben. Oh ja, Ententee! Ich geh's holen. Vielen Dank. Er verschwindet in seiner Schmiede und kehrt kurz darauf mit einem Stapel roter Blöcke zurück, bei deren Anblick Primo ein ungutes Gefühl beschleicht. Andererseits hat es das letzte Mal, als Asimov kaputt war, auch funktioniert. Am besten, wir sprengen ihn auf der Wiese hinter dem Dorf in die Luft. Hier könnte er auf jemanden drauffallen, wenn er wieder runterkommt. Also wuchten sie Asimov auf den Rücken ihrer beiden Pferde und verfrachten ihn auf die Wiese. Lausius richtet einige TNT-Blöcke zu einer kleinen Pyramide auf. Dann hieven sie den schweren Golem darauf, sodass er auf dem Sockel aus TNT steht wie eine Statue. Eigentlich ganz hübsch. Wenn er jetzt vielleicht noch eine Fackel hochhalten würde. Wie wär's? Wir könnten ihn doch einfach hier stehen lassen. Als Erinnerung an die Befreiung unseres Dorfs von dem kleinen Billy und seinen Banditen. Eine Statue für die Freiheit, sozusagen. Tut mir leid, aber wir brauchen ihn, damit er uns den Weg nach Hause zeigt. Schade. Ich bin sicher, das hätte viele Besucher aus anderen Dörfern angelockt. Ich will das Ententee anzünden. Ich will. Kommt nicht in Frage. Mann, nie darf ich was machen, was Spaß macht. Lausius holt ein Feuerzeug hervor und entzündet damit einen der TNT-Blöcke. Asimov klettert plötzlich von der TNT-Pyramide herunter. Schon gut, ich gebe auf. Was? Asimov, du lebst! Aber ich dachte, du wärst kaputt. Ich hatte gehofft, wenn ihr glaubt, dass ich nicht mehr funktioniere, dann lasst ihr mich einfach irgendwo zurück und ich hab endlich meine Ruhe. Dann könnte ich... Lausius, der unmittelbar neben der TNT-Pyramide stand, wird durch die Luft geschleudert und landet ein Dutzend Schritte entfernt auf dem Kopf. Primo und der Schmied werden von der Wucht zu Boden geworfen. Nur Nano und Paul stehen ein Stück weiter entfernt. Lausius rappelt sich auf und hält sich den Schädel. Er macht ein paar Schritte auf Primo zu und blickt an sich herab. Aber dafür tut jetzt mein Bein nicht mehr so weh. Asimov, du warst also die ganze Zeit bei Bewusstsein? Ja, leider. Mir wäre es lieber, ich hätte euer Gequatsche nicht mitbekommen. Ich bin wieder zu mir gekommen, nachdem ihr mich auf die beiden Gäule verfrachtet habt. Da dachte ich, eigentlich recht gemütlich, diese Art des Reisens. Du hättest uns ruhig gegen die Banditen helfen können. Ich hab's dir doch schon erklärt. Eine Knollnase sieht für mich aus wie die andere. Eure dämlichen Gesetze verbieten es mir, mich in eure Auseinandersetzungen einzumischen. Aber neulich, da hast du Börter... Da habe ich bloß getan, was der Priester mir gesagt hat. Aber, ach, was soll's. Ich verstehe dich nicht so ganz, aber wir sollten das jetzt nicht ausdiskutieren. Ich möchte nach Hause. Kannst du uns bitte den Weg zeigen? Selbstverständlich. Moment. Die Route wird berechnet. Bitte folgen. Der Golem marschiert los in Richtung Fluss. Nachdem die Schluchtdorfbewohner sich von Whisky, Ikea und dem Schmied verabschiedet haben, steigen Nano und Primo auf ein Pferd, Lausius nimmt das andere. Kommt uns bald mal wieder besuchen. Klar, sobald meine Überlandfahrmaschine fertig ist. Sie reiten Asimov nach, der den Fluss auf einer schmalen Holzbrücke Richtung Westen überquert und sich dann mit raschen Schritten nach Süden wendet, während Paul hechelnd hinter ihnen herläuft. Auf dem Rücken der Pferde kommen sie gut voran. Sie durchqueren bewaldete Hügel und reiten über eine Ebene, auf der sich Schafe tummeln, bis sie schließlich die Meeresküste erreichen. Die Nacht verbringen sie, ohne von Nachtwandlern oder Skeletten behelligt zu werden. Am nächsten Morgen brechen sie früh auf und setzen ihren Weg nach Süden fort. Die Pferde der Federköpfe tragen sie sicher über jeden Untergrund und auch Paul zeigt keine Ermüdungserscheinungen. Nur Nano wird langsam ungeduldig. Sind wir bald da? Nein. Gegen Abend erreichen sie eine grasbedeckte Ebene, an deren Südseite sich Sandberge auftürmen.
In der Nähe eines kleinen Teiches entdeckt Primo eine Höhle, die sich als Unterschlupf für die Nacht zu eignen scheint. Als er sie mit der Fackel in der Hand erforscht, entdeckt er zu seiner Verwunderung eine Blume, die hier in der Finsternis wächst. Sie hat eine blassrosa Blüte und duftet wunderbar. Der Anblick erfüllt Primo mit überwältigendem Heimweh und Sehnsucht nach Golina. Die ist aber hübsch. Nano, du solltest doch draußen warten, während ich die Höhle erkunde. Ich will aber auch Höhlen erforschen. Außerdem ist Paul bei mir und passt auf mich auf. Darf ich die für Mami pflücken? Die ist bestimmt verwelkt, bis wir bei Mami sind. Das wäre doch schade, oder? Wie weit ist es denn noch bis nach Hause? Ich weiß es leider nicht. Dass er sich nicht einmal sicher ist, ob sie jemals nach Hause zurückkehren werden, erwähnt Primo lieber nicht. Gemeinsam erkunden sie die Höhle. Sie ist nicht sehr tief und hat noch einen zweiten Ausgang. Nachdem sie mit Fackeln ausgeleuchtet haben, beschließen sie, Asimov am einen Ende Wache halten zu lassen, während Paul das andere Ende bewacht. Primo, Nano und Lausius machen es sich auf der weichen Erde neben dem Block mit der Blume bequem. In dieser Nacht träumt Primo von glücklichen Tagen, als er selbst noch ein Kind war und mit Kolle dauernd Unsinn anstellte. Das Dorf und die Wiesen darum herum erschienen ihnen damals riesig. Als er aufwacht, fühlt er sich erfrischt und ausgeruht, aber auch erfüllt von starkem Heimweh. Am nächsten Morgen machen sie sich auf den Weg durch die Wüste südlich der Wiese. Mir ist heiß, Papa. Nicht nur dir, mein Junge. Es ist bestimmt nicht mehr weit. Auch die Pferde leiden offensichtlich unter der Hitze. So kommen sie nur langsam voran. Erst als sie am späten Vormittag eine breite Sanddüne überqueren, sieht Primo zu seiner Erleichterung, dass sie das Ende der Wüste erreicht haben. Vor ihnen liegt eine grasbewachsene Ebene. Sieh mal da hinten, Papa! Ein Dorf! Primo kneift die Augen zusammen, kann jedoch nichts erkennen. Vielleicht hat die Hitze Nanos Sinne getäuscht oder es ist die Sehnsucht nach seinem Zuhause, die ihm Trugbilder vorgaukelt. Doch als sie über die Ebene reiten, erheben sich auf einmal tatsächlich Dachgiebel in der Ferne. Sie kommen Primo seltsam vertraut vor. Kann es etwa sein, dass... Plötzlich stürmt Paul auf eine Bewohnerin des fremden Dorfs zu. Primo kann ihr Gesicht nicht erkennen, aber er sieht, wie der Wolf die Dorfbewohnerin anspringt. Paul, Platz! Lass das sofort! Was, wenn Paul ihr etwas antut? Sie galoppieren los. Als sie den Rand des Dorfs erreichen, springt Nano vom Pferd direkt in die Arme seiner Mutter, die ihn vor Freude an sich drückt. Nano, ich hab dich so vermisst. Golina, was? Wieso bist du hier? Willst du mich nicht erstmal richtig begrüßen? Primo steigt vom Pferd und nimmt Golina in den Arm. So besser? Viel besser. Erst jetzt wird sich Primo der anderen Dorfbewohner bewusst, die sich um sie versammelt haben. Priester Bumpus, Caro und all die anderen Wüstendorfbewohner, die sie so freundlich aufgenommen haben, als Primos Heimatdorf zerstört war. Primo! 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 Nano! Ihr seid wohl auf! Was für ein Glück! Oma! Opa! Ja, kommt zu mir! Es ist so schön, euch alle zu sehen! Primo umarmt sie alle nacheinander. Zum Schluss beugt er sich zu einem kleinen Mädchen. Und wer bist du, meine Kleine? Ich heiße Muffy, aber ich bin gar nicht klein. Und wer sind deine Eltern? Papa und Mama. Muffy zeigt auf Kolle und Margie. Margie und herzlichen Glückwunsch. Scheint so, als wäre einiges passiert, während wir fort waren. Wenn du mich schon nicht auf dein Abenteuer mitnimmst, musst du nicht glauben, dass ich in der Zwischenzeit nur untätig zu Hause rumsitze. Ja, Kolle, das war so nicht geplant. Glaub mir, ich hätte dich gerne dabei gehabt. Deine Nachtwandlerkraft hätten wir beim Kampf gegen die dreiköpfige Schlange gut gebrauchen können. Und dann erzählt Primo von Anfang an, wie sie beinahe auf den Mond geflogen wären. Die ersten Bewohner gehen schon schlafen, als Primo endlich dazu kommt, einige Fragen zu stellen. Wieso seid ihr eigentlich hier, Golina?
nachdem Lausius Höhle explodiert ist, dachte ich, ihr seid tot. Doch dann meinte Kolle, ihr seid vielleicht auf den Mond geflogen. Das sähe dir ähnlich, dachte ich. Aber ich habe mir solche Sorgen gemacht, dass ich zu Runa gegangen bin und sie gebeten habe, mir einen von ihren Traumtränken zu brauen. Dank des Tranks habe ich gesehen, wie ihr in einer seltsamen Landschaft aus rotem Sand und steilen, gestreiften Felstürmen herumgewandert seid. Dann wart ihr auf einmal an Pfähle mit Fackeln gefesselt. Ein schrecklicher Anblick. Schließlich habe ich euch in einer Höhle liegen sehen, in der in der Finsternis eine Blume wuchs. Da bin ich aufgewacht und mein Kopf tat weh. Oh, dagegen kenne ich ein gutes Mittel. Einfach mit dem Hammer gegen das Bein schlagen, dann hören die Kopfschmerzen sofort auf. Ja, mag sein. Als ich Margie von der Blume in der Dunkelheit erzählte, sagte sie, sie wüsste, wo so eine Blume wächst. Die Bewohner des Wüstendorfs nennen sie die Nachtblume, weil sie in ewiger Finsternis blüht. Margie schlug vor, dass wir hier im Wüstendorf auf eure Rückkehr warten. Bei der Gelegenheit konnte sie ihren alten Freunden gleich ihre Tochter zeigen. Also sind wir hergekommen. Ihr habt euch aber ganz schön Zeit gelassen. Tut mir leid. Beinahe auf den Mond zu fliegen, ist eine ganz schön weite Reise. Übrigens habe ich dir etwas mitgebracht. Er holt den Stern hervor, den er in der Höhle gefunden hat, nachdem die dreiköpfige Schlange besiegt war und der jetzt wunderschön in der Sonne glitzert. Ein Stern! Du hast mir einen Stern vom Himmel geholt. Aber bist du dir sicher, dass dieses Ding keinen Ärger macht? So wie das Ei, das du mir aus dem Nether mitgebracht hast. Nun, ich glaube nicht. Aber wenn du nicht willst, dann... Nein, wenn du schon extra in den Weltraum fliegst, um für mich einen Stern zu holen, dann behalte ich ihn auch. Vielleicht ist das ja ein Glücksstern. Dankeschön. Am nächsten Tag machen sich die Freunde auf den Heimweg. Zu Hause werden sie begeistert empfangen. Abends gibt es ein großes Fest zur Feier der ersten beinahe Mondlandung und der wohlbehaltenen Rückkehr der Mondfahrer. Margulus hält eine Rede, in der er betont, wie sehr er sich freut, dass alle heil aus dem Land, das hinter dem Mond liegt, und indem sie nicht einmal das Wort Notchs kennen, zurückgekehrt sind. Als das Fest zu Ende ist und die meisten Dorfbewohner schon in ihren Betten liegen, hält Golina den Stern hoch und blickt zum Nachthimmel empor. Wo war er denn? Wo war was? Der Stern. Wo genau hing er? Primo überlegt, ob er ihr erzählen soll, dass er den Stern nicht für sie vom Himmel geholt, sondern in einer dunklen Höhle gefunden hat. Aber das klingt irgendwie nicht sehr romantisch. Da drüben, glaube ich. Hoffentlich merkt keiner, dass dort jetzt einer fehlt. Ach was, schließlich kann doch keiner alle Sterne zählen, oder? Jetzt, wo du da oben warst, wirst du doch nie wieder wegfliegen, oder? Ich hoffe nicht. Ich finde, es reicht jetzt wirklich mit den Abenteuern, meinst du nicht auch? Schließlich warst du schon überall und hast schon alles erlebt, was man in der Welt erleben kann. Schon möglich. Primo will Golina nicht beunruhigen, aber insgeheim hat er das Gefühl, dass da draußen in der weiten Welt noch mehr Abenteuer auf ihn warten. Kaum hat er das gedacht, sieht er in der Dunkelheit auf der Wiese neben der Schlucht, ganz in der Nähe der Kreisbahn, ein violettes Augenpaar aufglühen. Doch bevor er sich sicher sein kann, ob er sich nicht getäuscht hat, ist es schon wieder verschwunden. Das Dorf. Staffel 3. Folge 4. Die Entführung. Es ist ein heißer Tag im kleinen Dorf am Rand der Schlucht. Die Sonne brennt vom Himmel, als wolle sie die Bewohner bei lebendigem Leibe rösten. Puh, ist das heiß. Oh, diese verdammte Diamantrüstung. Mir läuft schon der Schweiß den Rücken runter. Oh, und schwer ist sie auch. Dann zieh sie doch aus, Primo.
Aber ich kann sie nicht ausziehen. Ich bin schließlich der Dorfbeschützer. Momentan gibt es nichts, wovor du das Dorf beschützen musst. Also kannst du die Rüstung ausziehen und mir beim Saubermachen helfen. Du könntest zum Beispiel mal die Knochen aufsammeln, die Paul überall im Haus verstreut hat. Colina hat recht. Seit Primo von seinem unfreiwilligen Ausflug auf den Mond, oder das, was sie damals dafür hielten, und zum Stamm der Krähenfüße zurückgekehrt ist, ist nichts Aufregendes mehr passiert. Und dieses Abenteuer ist schon eine ganze Weile her. Er kommt sich überflüssig vor und hat deshalb schlechte Laune. Und außerdem hat er keine große Lust, das Haus aufzuräumen. Man kann ja nie wissen. Arthrax könnte jederzeit... Ach, hör mir auf mit Arthrax. Der hat sich schon ewig nicht mehr blicken lassen. Ich bin sicher, er hat nach den vielen Niederlagen endgültig die Nase voll von uns. Außerdem haben wir Koll und Asimov. Und ich kann auch mit einem Schwert umgehen, wenn es sein muss. Willst du damit sagen, dass ich als Dorfbeschützer nicht gebraucht werde? Oh, nein. Aber du könntest, während du das Dorf beschützt, ruhig ein wenig bei der Hausarbeit helfen. Aber in meiner Rüstung schwitze ich auch so schon und... Oh, dann zieh die blöde Rüstung endlich aus! Dein Gemecker ist ja nicht auszuhalten! Na gut, wenn ich hier überflüssig bin, dann gehe ich eben. Ich bin mir sicher, die anderen freuen sich mehr darüber, von mir beschützt zu werden, als du. Wenn du unbedingt jemanden beschützen willst, dann pass auf deinen Sohn auf. Ich habe ihn schon den ganzen Morgen nicht gesehen. Bestimmt heckt er wieder irgendwelchen Unsinn aus. Außerdem gibt es bald Mittagessen. Ohne ein weiteres Wort stürmt Primo aus dem Haus und stapft Richtung Kirche. Nein, nein und nochmals nein. Hä? Was ist denn da los? Primo hält kurz inne. Dann nähert er sich der Bibliothek. Er lauscht an der Tür und hört die Stimme seines besten Freundes Kolle. Aber mein Marsimäuschen, es wäre doch bloß ein ganz kurzer Ausflug. Und ich wäre dabei und würde bestimmt gut auf Muffy aufpassen. Ja klar, so wie du immer aufpasst. Und dann kommt ein chaotischer Freund dazu und ihr beide zettelt irgendeine Katastrophe an mit unserer Tochter mittendrin. Außerdem habe ich dir schon 100-mal gesagt, du sollst mich nicht Margie-Mäuschen nennen. Ich heiße Margie. Dein chaotischer Freund? Damit bin natürlich ich gemeint. Margie-Mäuschen hat also auch kein Vertrauen in meine Fähigkeiten, das Dorf zu beschützen. Na toll. Also gut. Wenn du willst, dann gehe ich eben ohne Primo mit Muffy in die Höhle unter dem Dorf. Du gehst nirgendwo hin, weder mit Primo noch mit Muffy. Und ohne die beiden auch nicht, verstanden? Und jetzt geh und hol sie, es gibt gleich Mittagessen. Ja, mein Margie, ich meine Margie. Primo, was machst du denn hier? Ich beschütze das Dorf. Was denn sonst? Hast du etwa an der Tür gelauscht? Was? Wie kommst du denn da drauf? Also wenn ich mich mit Margie streite, dann geht dich das überhaupt nichts an, kapiert? Wenn ihr über mich streitet, dann aber schon. Also hast du doch gelauscht? Hab ich nicht und außerdem zettel ich keine Katastrophen an. Das kannst du deiner Frau ruhig sagen. Katastrophen passieren einfach. Und dann bin immer ich derjenige, der alles wieder in Ordnung bringen muss. Ach wirklich? Und wer muss sich dabei immer mit Monstern rumprügeln? Weißt du eigentlich, wie schlimm sich das anfühlt, wenn man vor Wut den Verstand verliert und selber zu einem Monster wird? Das weiß ich vielleicht nicht, aber bilde dir bloß nicht zu viel auf deine Nachtwandlerkraft ein. Immerhin habe ich das letzte Abenteuer auch ohne dich überstanden. Ich habe sogar ganz alleine eine dreiköpfige Schlange besiegt. Und jetzt beruhig dich. Ganz allein? Letztes Mal hast du noch erzählt, dass dir ein ganzer Stamm Federköpfe dabei geholfen hätte. Aber vielleicht war das ja auch alles ein bisschen übertrieben. Was willst du damit sagen? Gar nichts. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Ich muss meine Tochter suchen. Der Weg gehört uns allen. Und ich kann hier so lange stehen bleiben, wie ich will. Na schön. Mach, wie du willst. Kolle schubst Primo grob beiseite, sodass er wieder auf den Po plumpst. Jetzt reicht's mir aber. Wütend springt er auf und zieht sein Schwert. Doch dann kommt er zur Besinnung. Erschrocken über sich selbst, steckt er es zurück. Im selben Moment kommen Mina und Paul angelaufen. Mina, Paul, was soll das? Die Katze springt an Primo hoch und klettert auf seinen Kopf. Im nächsten Moment springt ihn der Wolf an. Primo ist so überrascht, dass er zum dritten Mal auf den Po fällt. Primo rappelt sich auf und entdeckt Olum, der in diesem Moment mit seiner Angel und einem Arm voller Fische vom Fluss zurückkommt. Olum, was gibt's da zu lachen? Ein toller Dorfbeschützer bist du, wenn dich sogar dein zahmer Wolf umhaut. Wenn das so ist, dann beschützt euer dämliches Dorf doch selber.
Primo rückt seine Rüstung zurecht und stapft wütend zur Wiese neben der Schlucht. Dort trifft er erneut auf Kolle, der offenbar gerade versucht, einen Streit zwischen Muffy und Nano zu schlichten. Was zum Nether ist denn jetzt da schon wieder los? Ja, Papa. Und sogar noch viel mutiger. Ach was, bist du gar nicht. Schließlich bin ich auf den Mond geflogen und du nicht. Stimmt doch gar nicht, du warst überhaupt nicht auf dem Mond. Nur in so einem fernen Land, wo so doofe Leute mit Federn auf dem Kopf rumlaufen. Das kannst du gar nicht wissen, du warst ja nicht dabei. Und die Krähenfüße sind überhaupt nicht doof. Das sind tapfere Krieger und ich bin einer von ihnen, dass du es weißt. Hört auf, euch zu streiten, Kinder. Muffy, komm jetzt mit nach Hause, es gibt Mittagessen. Erst wenn der Doofmann zugibt, dass ich genauso mutig bin wie er. Bist du gar nicht, du dummes Huhn. Ich bin kein Huhn und dumm bin ich auch nicht. Und du bist so blöd wie ein Knallschleicher. Ach, und wieso sind Knallschleicher blöd? Ja, weil sie explodieren, wenn sie sich ärgern. Dein Vater wird auch ein Monster, wenn er sich ärgert. Also ist er auch blöd. Nano, du... So erziehst du also deinen Sohn, Primo, ja? Dass er Erwachsene beleidigt, das findest du wohl gut, was? Ich erziehe meinen Sohn, wie ich will. Außerdem hat deine Tochter doch angefangen. Hat sie überhaupt nicht. Dein Sohn hat behauptet, dass er mutiger sei als sie. Deine Tochter hat ihn Doofmann genannt. Das habe ich selber gehört. Und er hat dummes Huhn zu ihr gesagt. Und dann hat er auch noch behauptet, ich wäre blöd. Er hat nur gesagt, wenn Knallschleicher blöd sind, weil sie explodieren, wenn sie wütend werden, dann muss auch du blöd sein, wenn du dich in ein Monster verwandelst, weil du wütend bist. Das ist nur logisch. Genau. Aha. Du findest mich also auch blöd. Nach allem, was ich für dich getan habe. Ein toller Freund bist du. Was du für mich getan hast? Wer hat dich denn gerettet, als du damals im Wald von einem Nachtwandler gebissen wurdest? Wer ist denn bis zum fernen Sumpf gelatscht, um Runa zu finden und wäre fast in die Luft geflogen, als er einen goldenen Apfel aus dem alten Tempel geholt hat, nur damit sie einen Heiltrank für dich brauen kann? Und warum bin ich gebissen worden, du Schlauberger? Weil du nicht auf mich gehört hast und unbedingt hinter dem fremden Herrn in den Wald rennen musstest. Ach ja? Jetzt bin ich also an allem schuld. Mir reicht's. Dann sei du doch der Dorfbeschützer, wenn du das alles so viel besser kannst. Wütend reißt sich Primo die Diamantrüstung vom Leib und wirft sie Kolle mitsamt seinem Schwert vor die Füße. Durch das Geschrei angelockt, steht plötzlich Margulus neben den Streithähnen. Was ist denn los? Gibt es ein Problem? Papa und Kolle streiten. Das einzige Problem ist, dass ich hier überflüssig bin. Dorfbeschützer. Pah. Alle scheinen mich nur für den Dorftrottel zu halten. Aber eins sage ich euch. Wenn Atrax das nächste Mal das Dorf angreift, dann könnt ihr selber sehen, wie er damit klarkommt. Primo, niemand hat gesagt, dass du ein Dorftrottel bist. Beruhigt euch, meine Untertanen, ich meine liebe Gemeindemitglieder. Habt keine Angst. Uns kann nichts passieren, denn dieses Dorf steht unter dem Schutz Notchs, unseres Herrn. Da hörst du's. Ich bin vielleicht kein Dorftrottel, aber überflüssig bin ich auf jeden Fall. Notch kann auf das Dorf aufpassen. Ich werde dafür nicht gebraucht. Papa! Zornig stapft er in Richtung Flussufer davon. Na toll, musstest du dich unbedingt einmischen, Margulus. Was, jetzt bin ich auf einmal schuld? Ich habe bloß das Wort Notch verkündet. So wie es meine Aufgabe ist. Wenn Primo das nicht versteht, kann ich auch nichts dafür. Von wegen das Wort Notz, ich kann's nicht mehr hören. Das denkst du dir doch alles bloß aus. Was? Das ist unerhört. Ich soll mir das alles ausdenken? Ich, der ich täglich mehrere Stunden in der Kirche meditiere, um die Stimme Notz zu hören. Und wenn ich dann aufwache, teile ich euch Unwürdigen meine Eingebungen mit. Den Rest hört Primo nicht mehr. Auf der anderen Seite erstreckt sich der Wald, in dem Runa und Willard ihre Hütte haben. Runa und Willard sind wenigstens vernünftiger als die Dummköpfe im Dorf. Kein Wunder, dass sie es vorziehen, in der Abgeschiedenheit des Waldes zu leben. Vielleicht sollte ich das auch tun. Für eine Weile wenigstens. Papa! Warte auf mich, Papa! Oh, halt doch mal an! Geh zu Mama, Nano! Es gibt gleich Mittagessen, hat sie gesagt. Und du? Ich muss zu Tante Runa und Onkel Willard. Dann will ich mitkommen. Nein, im Wald ist es viel zu gefährlich für dich. Aber du bist doch bei mir, um mich zu beschützen. Und außerdem bin ich mutig und stark. Schließlich bin ich jetzt ein Krähenfuß und... Ich beschütze niemanden mehr. Und jetzt tu endlich, was ich sage und geh nach Hause zu Mama. Ja, Papa. Enttäuscht bleibt Nano am Ufer stehen, während Primo den Fluss durchquert. Das kühle Wasser und der Schatten der Bäume auf der anderen Seite vertreiben die brütende Hitze und mit ihr verschwindet auch der Zorn aus Primos Kopf. Schon nach ein paar Schritten bereut er, was er zu Kolle gesagt hat und auch, dass er gegenüber Golina und Nano so gereizt war.
Gerade als er umkehren will, um sich bei den Dreien zu entschuldigen, hört er hinter sich den vertrauten Laut eines Endermans, der in der Oberwelt erscheint. Erschrocken greift Primo nach seinem Schwert. Wo ist... Oh nein! Das Schwert und die Diamantrüstung liegen noch immer auf der Wiese. Dort, wo er sie Kolle vor die Füße geschmissen hat. Primo ist völlig schutzlos. Rasch senkt er den Blick, um nicht in die leuchtenden Augen der schwarzen Gestalt zu sehen. Er hat keine Lust darauf, Atraks heisere Stimme zu hören und von ihm verhöhnt zu werden. Wenn sein Erzfeind ihn töten will, dann soll er es hier und jetzt tun. Oh, ein toller Dorfbeschützer bist du. Lässt dein Schwert und deine Rüstung liegen und läufst alleine und unbewaffnet in den Wald. Oh, Kolla hat recht. Aber so einfach gebe ich nicht auf. Komm her, Enderman! Bringen wir es zu Ende! Doch der Enderman macht keine Anstalten, Primo mit seinen langen, tödlichen Armen anzugreifen. Primo hebt den Kopf und blickt nun doch in die violett strahlenden Augen. Komm mit mir, Sterblicher. Du bist ja gar nicht Atrax. Aber wer bist du denn dann? Mein Name ist C3PO. Der Herr des Endes schickt mich, um dich zu holen. C3PO? Und seine Singularität hat dich geschickt? Genau. Ich bin im Auftrag seiner Gleichheit gekommen. Er wünscht deine Anwesenheit. Ich bin hier, um dich ins Ende mitzunehmen. Seine Gleichheit? Ist vermutlich bloß ein anderer Name für seine Singularität. Den obersten Enderman, der mir schon damals geholfen hat. Vielleicht braucht er nun meine Hilfe. Die wäre ich ihm auf jeden Fall schuldig. Andererseits, ob es wirklich eine gute Idee ist, jetzt und hier einfach ins Ende zu gehen? Sollte ich nicht wenigstens Kolle und Golina Bescheid sagen? Komm, wir haben nicht viel Zeit. Was ist denn passiert? Warum braucht seine seine Gleichheit meine Hilfe? Das wirst du von ihm selbst erfahren. Aber wie komme ich denn dann wieder zurück in die Oberwelt? Das weiß ich nicht. Seine Gleichheit hat mich nur beauftragt, dich zu holen. Nein, so geht das nicht. Ich helfe euch ja gerne, aber ich bin der Beschützer des Dorfes. Ich kann nicht einfach so verschwinden. Außerdem habe ich meine Waffe vergessen. Und es gibt gleich Mittagessen. Wie wär's, wenn du morgen wiederkommst? Dann könnte ich noch ein paar Dinge vorbereiten und meiner Frau Bescheid sagen und meinen besten Freund Kolle fragen, ob er mitkommen will. Du verstehst mich falsch, Sterblicher. Ich habe dich nicht gefragt, ob du mitkommen willst. Ich bin hier, um dich zu holen. Wie meinst du das? Ich habe den Auftrag, dich zu seiner Gleichheit zu bringen. Und das werde ich tun, ob du es willst oder nicht. Halt still! Der Enderman streckt seine langen Arme nach Primo aus, der unwillkürlich einen Schritt zurück macht. Hey, Moment mal! Du kannst mich doch nicht einfach zwingen, mitzukommen! Du zögerst nur das Unausweichliche hinaus, Sterblicher! Der Enderman kommt mit ausgestreckten Armen näher. Primo stößt ihn mit aller Kraft zurück, wendet seinen Blick von den unheimlichen Augen ab und rennt davon. Hinter ihm ertönt ein fremdartiges Geräusch, als der Enderman verschwindet, nur um im nächsten Moment unmittelbar vor Primo aufzutauchen. Primo schlägt einen Haken und weicht den Armen der schwarzen Gestalt knapp aus. Doch dann tauchen zwei neue Endermen aus dem Nichts auf. Lass mich in Ruhe! Ich will nicht mitkommen! Die drei schwarzen Gestalten bedrängen ihn von allen Seiten. Sie umfassen ihn mit ihren langen Armen und im nächsten Moment löst sich die Welt in einer Wolke violetter Funken auf. Nein!